Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Heute ist Dienstag. Heute fangen wir mal im Aufbau an. Ich schalte ein bisschen. Wir haben jetzt hier gerade ein Getriebe geladen, konnte euch aber beim Laden nicht zeigen, weil im Werksgelände Film verboten. So, und jetzt gebe ich euch schnell einen Einblick. Also wir haben vorhin in Hanau geladen. Jetzt sind wir hier am Frankfurter Flughafen, Tor 31. Das Tor 32, das befindet sich hier neben der Autobahn. Also das ist 31 Höhe Mörfelden-Walldorf. Jetzt fahren wir hier gleich auf die A5 drauf, in Anschlussstelle Walldorf. Und dann geht das hier... Ja, der schickt mich dann immer Darmstadt auf die A5, aber ich fahre mal die 67er, weil man hier schön dreistreifig bis Lorsch fahren kann, anstatt hier ständig zweistreifig bis runter nach Kreuz Hockenheim. Auf jeden Fall, wir fahren die A5 schön lang, lassen Heidelberg liegen. Oh, der schickt uns jetzt hier, warte mal, muss man gleich mal gucken. Ja, der schickt uns jetzt hier Bretten, weil bestimmt Pforzheim wieder, Moment, Pforzheim muss Stau sein, aber ich sehe es gerade nicht. Da schickt er uns die 35 lang. Ist ein bisschen gerade an Bruchsal vorbei, an Bretten vorbei, Mühlacker lass mal weg. Und dann geht das die 35 geht zur Überleitung B10. Dann fahren wir unter der 81 durch. Ja, und dann kommen wir hier auch in Stuttgart rein. Und dann wird es doch irgendwann die B27 wird es dann. Und ja, die Prager Straße, wer kennt sie nicht, ne? Pragstraße, Pragsattel und Pragstraße, Uferstraße, immer Stau, immer Stau. Ja, am Neckar entlang. Oh, ja, und hier bei Ostfildern müssen wir abladen. Könnten wir eigentlich auch Autobahn fahren, weil... ja, könnte man, seht ihr ja hier, ne? Könnte man hier so... Müssen wir gucken. Ja, und wenn wir das abgeladen haben, geht es weiter auf die A8. Geislinger Steige, hier wo sie sich immer teilen tut. Dann an Ulm vorbei. Oh, 1 Grad und Sonnenschein. Aber hier scheint auch die Sonne. Günzburg, Augsburg vorbei. Oh, da haben wir schon 3 Grad. Ja. An Dachau vorbei und da fahren wir dann zum Freisinger Flughafen. Okay, Schnelldurchlauf. Dann sage ich euch mal so noch Hallo. Ne? Ich muss die Brille aufsetzen, weil wir haben hier, könnt ihr es sehen, bombastisches Wetter. Ja, und das lobe ich mir. Aber es täuscht, weil wir haben, Entschuldigung, 1 Grad nur. Gut, alles weitere im Laufe des Tages und ja, im Laufe des Tages gehe ich nochmal, muss ich noch was sagen. Dann bis später, ne? Tschüss. So, meine Freunde, jetzt sind wir auf der A6, nicht die A67, die A6 Höhe Mannheim-Rheinau, wo es auch nach Schwetzingen-Nord geht. Meine Frage an alle Kollegen, die mit TomTom Rapfleet, wie dem auch ist, arbeiten. Warte, jetzt kommt gerade eine Hucke, geht gleich los. Die A6 zwischen Mannheim-Rheinau und Hockenheim und umgekehrt, das ist so furchtbar. Wenn du da einen Kaffee hast und dann nicht umgerührt hast mit Zucker und Milch, da brauchst du dir nur einen Löffel reinmachen, mach's selber. Was wollte ich sagen? Wenn ihr euer Gerät in der Halterung habt, wo habt ihr euer Strom? Habt ihr euer Stromkreislauf in einer Steckdose, wo trotz Zündung ausschalten Dauerstrom permanent ist, bis die Batterie leer wäre? Oder habt ihr euer Stromstecker da eingestöpselt, wo wenn die Zündung aus ist, so nach einer Minute, 30 Sekunden, auch das Telematiksystem ausgeht? Es geht hier um Folgendes, weil ich habe nämlich jetzt gerade mal in Leipzig sitzen die, glaube ich, von TomTom, angerufen, ja, weil wir schon wieder Störungen hatten heute einen halben Tag, also einen Vierteltag. Kein Verkehrsdienst, kein Nachrichten schicken, kein Live-Tracking, nichts ging mehr. Und da meinten die, ja, das könnte daran liegen, weil ihr Fahrer das Gerät nicht unter Dauerstrom hat und das Gerät dauernd ausgeht, da leidet der Akku und dann kann das nicht mehr so dolle geladen werden. Naja, ich weiß nicht, also deswegen wollte ich mal fragen und nachfragen und wissen, wie ihr das handhaben tut, wenn ihr TomTom habt, ne? Mit Live-Tracking. Ob ihr da auch öfters kein Signal habt, obwohl ihr einen Dauerstrom habt, dran gestöpselt habt, oder ob ihr das genauso wie ich, sobald Zündung aus ist, 30 Sekunden später geht's aus. So, und wir haben jetzt gerade wieder ein nächstes Problem. Kann ich aber euch schlecht zeigen, weil das so blenden tut. Und zwar ist die altbekannte Baustelle Pforzheim. 50 Minuten. Das heißt, Moment, wenn Schatten kommt, versuche ich es mal einzufangen.
Das Wetter ist heute schön, deswegen meckere ich nicht über die Sonne, die mir entgegenscheint. Absolut nicht. Sehr schönes Wetter. Oh, diese Betonstraßen hier. Da fängst du an zu stottern, sag ich dir. Bis Dezember 2024, ne, werden sie dieses Jahr fertig. Ich kann es euch nicht zeigen, die Sonne dauert zu lang. Okay, also, dann haben wir noch 113 Kilometer und ich möchte vor der Mittagspause ankommen. Also 9 Minuten irgendwie, und dann querfällt einer Bruchsal-Brettensohn. Ich weiß nicht, aber naja, schauen wir mal. So, meine Freunde, kleine Planänderung am Pforzheim 3,6 und 16 Minuten Stau. So, jetzt wollte der Carsten mal ein ganz heller sein und ein ganz schlauer, weil hier ist nach wie vor Überleitung 6er zu Überleitung, von der 6 Überleitung zu 81 Richtung Stuttgart. Der 7-Minuten-Stau schwankt immer zwischen 7 und 9. Dispo angerufen. Warte mal. Und da habe ich gesagt, Mensch, keine Alternative. Wenn ich die 9er abziehe, würde ich 11.51 Uhr ankommen. Vor der Mittagspause wäre alles gut. Weil wir müssen ja Richtung Freising weiter. Ist mir gerade eingefallen, ey, fahre ich doch weiter Richtung Nürnberg, fahre ich wieder ab die 81 Richtung Würzburg hoch, dann gleich ich wieder ab, also sprich ein Schmetterling. Aber, seht ihr da was? Genau, hier fehlt ein Flügel, also geht der Plan nicht auf. Gerade wenn man es braucht, geht das am Kreuz Weinsberg nicht auf. Also hier gibt es kein Schmetterling, weil dann hätte ich hier den ganzen Stau an zur Überleitung in 81 umgangen. Naja, man kann nicht immer alles haben. Bis später, aber das Wetter ist noch schön. So, und jetzt stehen wir hier im schleppenden Verkehr und jetzt kann ich es euch nochmal auf GPS zeigen. Also könnt ihr da den sehen? Da fehlt ein Flügel oben rechts. Deswegen geht mein Plan nicht auf. Also hier in dem Stau anstellen. Ich glaube, es fahren noch einige Kollegen jetzt hier rechts ab und denken, oh, man kann einen Flügel fahren, aber dann werden sie denken, ups, geht nicht, ne? Die werden einfach sagen, oh, da kommt ein Kreuz, fahre ich einen Flügel. Schmetterlingsflügel sagt man meistens. Aber das ist nicht so. Also es ist schon traurig, dass die Straßenmeisterei den Müll anderer wieder aufsammeln muss. Da... furchtbar. Aber ne? Moment. Hier wird gerade die rechte Spur weggenommen. Deswegen staut sich's. Kein Unfall, nix. Aber, oh. Ich kenne auch verdammt, was heißt verdammt viele? Ich kenne auch einige in meinem Umfeld, die das so handhaben. Kaffee-to-go-Becher, Kaugummi, was auch immer, oder Zigarette, Fenster auf. Habe ich schon einige Male gesagt, finde ich nicht richtig oder so, aber. Sind ja auch erwachsen, haben ihre eigene Meinung. Weißt, das sind, weißt du, ich empfinde dann immer, das sind solche Dinge, die müssen nicht sein. Da mit solchen Dingen einfach aus dem Fenster zu schmeißen, muss man die Umwelt nicht belasten. Finde ich. Wir müssen alle fahren. Wir brauchen den Diesel, wir brauchen den Kraftstoff, wir brauchen das Gas. Wir brauchen das. Und das kann man einfach nicht so umgehen. Aber den Müll einfach aus dem Fenster werfen. Nur wenn man zu bequem ist, mal zu sagen, ach komm, nächsten Parkplatz raus und dann schmeiß ich's da rein. Nee. Oder ach komm, ich tu schnell mal einen Aschenbecher. Weißt du? Früher hatte man hier einen Aschenbecher. Aber früher hatte man ja auch noch ein Kassettenfach, ne? Ich kann mich dran erinnern, Papa Trabi, beziehungsweise sein Fiat Punto. Hier so ein Aschenfach, ne? Und da war ein Kassettenfach. Immer so die Kassette rein und das Aschenfach war immer voll. Egal, mein Pflegepapa hat halt gerne geraucht. Jeder soll das machen, was einem im Leben Spaß macht. Man lebt ja nur einmal. Aber hier, heutzutage, gibt's ja nicht mal einen Aschenbecher, dass du da irgendwie Kaugummi oder Bonzenpapier da mal reintun kannst. Als Pkw-Fahrer, ne? Wir Fernfahrer, wir haben hier entweder die Tüte oder ich missbrauche gerade, in letzter Zeit hat mir der Chef seit Weihnachten hier so eine Box gegeben, sollte ich eigentlich meine Flaschen oder so reintüren, damit die nicht rumkollern. Aber wie ihr wisst, steht ja hier der Kühlschrank und die Flaschen sind hier. Da kann gar nichts passieren. Der Kühlschrank, der ist so da reingepresst, der rutscht nicht nach vorne. Außerdem ist ja hier, Entschuldigung, dass das jetzt so wackelt, hier unten eine Huckel. Wer ruppt denn jetzt schon wieder so bekloppt? Naja. Ja, und da vorne staut, warte, genau. Und deswegen haben auch viele Pkw-Fahrer nicht die Möglichkeit, mal irgendwie Bonzenpapier oder zu deponieren. Und deswegen sagen sie sich immer, ach Gott, wo soll ich es denn hintun? Schönes Auto oder sonst was, in die Tasche tue ich es nicht, die Kippe, dann stinkt's, also rausschmeißen. Naja, gut. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann geht mal die Reise weiter. 62 Kilometer noch und 11.59 Uhr. Wir wollten eigentlich Vormittagspause ankommen. Das GPS sagt 11.58 Uhr. Naja.
Das Getriebe wiegt über eine Tonne, knapp eine Tonne. Ich glaube nicht, dass sie mich noch vor der Mittagspause dann abladen. Ich habe zwar angerufen, es könnte sein, aber die haben eine halbe Stunde Pause. Besser wäre davor oder danach zu kommen. Naja. It wie es it, ne? It could wie es could. Bis später. Tschüss. Nein, liebe Leute, das ist keine Tagesbaustelle. Der Mann, der absichern tut hinten, der nutzt den Augenblick und räumt den Müll auf. Da vorne ist die Feuerwehr. Aber die Feuerwehr mit gelbem Blinklicht? Aber das ist ein Feuerwehrwagen. Oder ist das ein Havarist? Also zumindest steht da ein Schwertransporter und da steht eine Blinklampe von der Polizei. Das sieht man, da steht Polizei drauf. Ich muss erstmal kurz weghalten, nicht dass da irgendwie dramatisch ist oder auch einfach nur umgeladen wird. So wie es aussieht, ist das hier der Bergungstrupp. Ja, Bergungstrupp. Hier war irgendwie ein Liegenbleiber oder Unfall und jetzt wurde hier gesperrt, um den gut zu bergen. Okay, wir sind vorbei. Yes, sir. So, meine Freunde, jetzt sind wir aber auch schon fast. In einem Kilometer rechts abfahren und danach an der zweiten Ausfahrt rechts abfahren. Genau. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren auf die B10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen und danach an der zweiten Ausfahrt rechts abfahren. Jawohl, richtig. Ich wollte aber euch was zeigen. Wir haben richtig gut Zeit gut gemacht. Richtig, richtig, richtig gut. Könnt ihr das sehen? 11.51 Uhr. Das heißt, jetzt fahren wir ja von der Autobahn runter, da können wir keine Zeit mehr gut machen. Was aber nicht heißt, jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren und danach an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren. Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt hier jenseits gefahren sind. Wir sind schön 105 gefahren. Das heißt, wir könnten vielleicht vor der Mittagspause eventuell abladen. Der Chef hat ja gesagt, er hat ja angerufen. Die haben gesagt, ja, es wäre gut, wenn sie vor 12 da sind. Und wir sind ja 11.51 Uhr da, das ist ja vor 12. Ich hoffe, dass sie da diese eine Palette mit dem Getriebe abladen. Mal gucken. Wenn wir jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren, auf die B10 in Richtung Stuttgart-Zuffenhausen. Wenn wir jetzt hier nicht so viele rote Ampelphasen haben. Ich meine, auf der 10er kommen hier keine. Nee, aber es kommt auch immer oft zu Staus. Oh, immer wenn ich schwer geladen ist, dann vibriert die Hütte. Merkt ihr das hier, wie das vibriert? Hinten, der Aufbau, also das Zugfahrzeug, also hier der Chassis, wurde ja nachträglich die Schlafkabine aufgebaut. Und da merkst du das immer. Da knackt das. Das ist ja bloß angeklebt und angenietet und wie oder was. Das ist ja nicht original dran geschweißt. Das ist ja alles aus KFC oder wie das heißt, ja, Hartplastik. Leichtbau, wie bei Wohnmobilen. Alles leicht, leicht, bitte leicht. Dem Straßenverlauf für 6 Kilometer folgen. Ja, also das Daimler-Ding sagt 11.58 Uhr, aber GPS sagt 11.51 Uhr. Naja, hier ist 80 auf der B10, da kannst du nicht großartig Gas geben. Und da blitzen sie auch gerne. Naja gut, bis später. Vielleicht haben wir Glück. Drückt mir die Daumen. Ah ja, natürlich, wenn man von der 10 langfahren will, die dann über Leitung 27 geht, haben wir hier Haufen Ampeln. Einmal die scharfe Linkskurve, wo du beim Mediamarkt vorbeifährst. Ja, und dann bist du hier nämlich auf der Heilbronner Straße. Und da kommen ganz viele. Wo jetzt seit über einem Jahr die 40 ist. Da ist nicht mehr 50. Und ganz, ganz hinten nach der Archip-Tankstelle, also ganz da oben, ne, wo, bevor du in den Tunnel fährst, da blitzen sie nämlich manchmal. Da stehen sie oben auf dem Tunnel und da lasern sie. Okay, aber jetzt sieht es langsam dünner aus. Wir haben nämlich 11.54 Uhr Ankunftszeit. Das wird nichts mehr. Man soll ja immer optimistisch sein, aber das wird nichts mehr. Anmelden, dann wieder zurück, dann reinfahren, aufmachen, dann ist schaffe ich nicht mehr. Da kommen ja noch ein paar Ampeln und ein paar Tunnels. Sofort rechts abbiegen. Ja, das machen wir mal jetzt. Wir haben aber immer noch 7,3 Kilometer, 11.55 Uhr. Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort rechts abbiegen. Ehe wir da oben sind, sage ich ja, haben wir schon wieder rot. Jetzt rechts abbiegen in die Straße Otto Hirschbrücken. Das geht leider nicht, muss warten. Ich hab doch rot. Na, wie siehst du denn das nicht? Also sage ich ja, vertrau nie hundertprozentig immer einer Frau. Es könnte dich
in die Irre führen. Manchmal passt es ja auch, manchmal stimmt es ja auch. Aber okay, das beruht ja auf Gegenseitigkeit, ne? Ach, 11:55 Uhr. Es kommt einfach nicht auf unsere Seite. Naja, schauen wir mal. Bis später. Wunderbar. Eure Papiere kleben oben drauf. So, meine Freunde, yesra, sagt doch Otto Wackes immer. Wir konnten jetzt hier noch abladen, und zwar in Osterfildern bei der Firma Knödler. Also, Firma Knödler, top. Wir waren jetzt 11.57 Uhr da gewesen, hab gesagt, ja, ich weiß, die haben gleich mittags, und da hat er gesagt, ja, komm, mach auf, ich lade schnell ab. Und da war es schon 1:58 Uhr und da waren wir fertig gewesen. Also, danke nochmal dafür, hilft mir sehr viel, weil da können wir jetzt die knappe halbe Stunde noch auf die 8 fahren in Fahrtrichtung München und können da einen Parkplatz suchen. Okay, gut, weil dann haben wir den ersten Tagesablauf hinter uns. Und dann schaffen wir das geschmeidig noch bis nach Freising. Und mal gucken, was danach noch kommt, irgendwas vorladen. Aber alles Weitere, bis denn. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf der A8 Höhe Horgau. Und vor uns fährt ein schöner Eisgespann. Der liebt sein Fahrzeug. Der hat da oben links und rechts Begrenzungslampen. Unten rechts hat er nochmal Zusatzlampen. Und das gibt eine Linie. Zugfahrzeug wie Anhänger, oh, Dreiachse, Anhänger genauso breit wie die Zugmaschine und hoch, das passt. Das gefällt mir. Ja. So, meine Freunde, jetzt sind wir an 22 Kilometer gleich am Freisinger Flughafen. Wir sind wieder die B471 Dachau lang gefahren. Und da vorne steht ein gelber Kleiner. Aber wieder kein Deutscher. Ja, das machen keine Deutschen. Also es machen schon welche, aber viel zu wenig. Jetzt rechts abbiegen und danach rechts fahren. Na, ja, haben sie neu gemacht hier die Abfahrt. Normalerweise war eine Ampel hier. Das Huckel hier. Huckel, Huckel, Huckel. Jetzt rechts fahren in Richtung Wartungsallee und danach sofort links abbiegen. Wurde auch schon wieder gebaut. Ja, warte mal. Wir müssen zur Lufthansa Technik. Ah, das ist doch hier. Lufthansa Technik ist doch hier, ne? Wartungsallee 1, natürlich. Hier müssen wir hin. Okay, bis später. Jetzt links abbiegen in die Wartungsallee. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ja, da wo der Kranich ist. Wobei ich das andere Logo besser fand. Ich fand den gelben Kranich besser. Aber egal, Geschmackssache. Darf ich vorstellen, der idyllische Münchner Flughafen mit so einem kleinen Bächelchen hier. Gerade kam... Oh, da kommt, fliegt gerade ein Flieger hoch. Gerade kam eine, wie sagt man dazu, eine Abteilung, nein, eine Delegation, so nennt sich das, aus Amerika anscheinend, weil, Moment, ich muss euch mal umzwitschen, kennt ihr das, wenn der US-Präsident, egal wer es jetzt war oder ist, nach Deutschland kommt, ihr kennt doch diesen Krankenwagen, ne? Diese Ambulanz von den Amerikanern, so ein Ford Ranger, so und hinten so einen dicken Kasten drauf, ne? Also nicht so eine RTW wie bei uns. Und alle solche schwarzen SUVs und blaue, rote, weiße Blitzlampen links und rechts an den Säulen und überall. Und das war gerade hier. Vorneweg ein Polizeiwagen von Deutschland und hinten dran einer. Und in der Mitte die ganze Kolonne mit V-Klassen und sonst was. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwo gerade... Was haben wir denn? Dienstag um 15 Uhr oder was in Deutschland in amerikanischer hochrangiger Bürger hier gelandet ist, Politiker? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das interessant, auf deutschem Territorium mal so ein Fahrzeug mit Sondersignalen zu sehen. Ne? War interessant. Ja, und jetzt stehen wir hier. Münchner Flughafen ist ja Katastrophe. Also hier, warte mal, hier parken irgendwo legal, ne? Ohne Parkverbot, ohne alles.
ohne Schranke, dass du bezahlen musst, oder beziehungsweise man durfst ja gar nicht rein, weil Mitarbeiter oder sonst was oder nur für Flugreisende, ist ja ein Kraus, ist ja eine Katastrophe. Ich bin jetzt hier die Südallee, müsst ihr euch vorstellen, gefahren. Und dann da, hier am Flughafen München, gibt's auch ein Briefzentrum. Da bin ich lang gefahren. Und dann rechts Richtung, als ob ich auf die Autobahn Richtung Deggendorf möchte, ne, Landshut vorbei. Aber davor geht's nochmal rechts eine Straße lang, und zwar zum Ort, das ist die Halbgermoser Straße. Ach so, hier, ich kann es euch ja besser hier zeigen. Und zwar, hier geht's auf die A92, ne? Und hier sind wir lang gefahren. Das Luftfrachtzentrum, Briefzentrum. Ja, und jetzt sind wir hier die Halbgermoser Straße in Fahrtrichtung, wie nennt sich denn das Ort? Attaching. Ja, und hier sind so Plätze freigefahren. Hier ist aber kein Parkverbotsschild auf dieser gesamten Straße hier. Deswegen kann man sich da mal hinstellen. Der Kollege vor mir hat das auch gemacht, und wenn der da vorne sieht, ist da auch noch ein PKW. Also von daher ist das legal. Ja, aber hier sieht man nicht so viel, sehe ich gerade. Oder? Muss das erstmal feststellen. Ist hier eine Landebahn? Startbahn? Nee. Nee. Naja, gut. Und jetzt warten wir mal. Achso, und ich wollte euch sagen, Moment. Es sind 119 Kilometer bis nach Hengersberg. Das ist Katastrophe. Guckt euch das an. Katastrophe. Ich meine, das ist alles so eine Mischkalkulation, diese Logistik. Aber als Angestellter fühlt man schon, so oft darf man das auch nicht machen. Also wenn die Leerkilometer überhand nehmen, als wie die Lastkilometer eines Tages, noch ist es nicht ganz so gravierend. Also es ist schon schlimm, aber noch ist es so, dass die Nutzlast die Leerkilometer aufhebt. Aber die müssen ja auch bezahlt werden. Die müssen ja irgendwie, ich sag ja, Mischkalkulation. Die musst du irgendwo dann wieder auffangen. Okay. Dann schauen wir mal, was morgen noch. Vielleicht haben wir Glück, irgendwie ein Paket noch in Fahrtrichtung Regensburg oder so, aber eher weniger. Bis später. Doch, wir sind hier direkt in der Einflugschneise. Und da hinten macht sich gerade, ganz, ganz hinten könnt ihr noch nicht sehen, die Luftwaffe zurecht. Ich gehe mal hoch in die Schlafkabine. Also nicht hoch, aber da habe ich noch ein Dachfenster. Vielleicht sehen wir da. Oh, da hinten kommt ein großer Flieger. Jetzt bin ich hier in der Schlafkabine. Der fliegt der Sonne entgegen. Cool. So, ein Flieger nehmen wir noch mit. Ganz, ganz hinten fährt gerade einer, gibt gerade einen Schub auf der Rollbahn. Genau da, wo der andere gekommen ist. Dauert ein bisschen noch. Aber der scheint nicht so groß zu sein. Ah, die Autos nehmen hier immer die Geräusche von den Triebwerken weg. Ah, seht ihr langsam, da kommt nie hier. Ah, der braucht schon lange. Schon. Oh nee, der ist viel zu schnell oben. Oh, guck dir mal, wie schnell der ist. Ah, da hinten, ganz hinten kommt noch die Lufthansa, die nehmen wir auch noch mit. Ich komme mir gerade vor wie so ein Flight-Spotter, oder wie nennen die sich, die immer die Flugzeuge beobachten. Tut mir leid, liebe Freunde, aber da hinten startet gerade ein A380. Deswegen, den nehmen wir auch noch mit. Da kommen aber noch drei andere. Ich mache das in der Videobeschreibung, dass dann viele Flugzeuge immer zu viel sind. Thank you.
So, meine Freunde, das ist mein morgiger Tagesablauf. Also wir stehen jetzt hier noch am Flughafen, fahren jetzt gleich nach 84er Rothenburg-Laber, glaube ich, heißt das. Da laden wir morgen früh, dann fahren wir weiter und nach Hengersberg. Wenn da geladen, da laden wir einmal, dann zurück. Moment, jetzt muss ich überlegen. Dann fahren wir hier hin. Laden. Und zwar in Gauting. Dann fahren wir am Ammersee abladen, was wir in Hengersberg geladen haben. Und was wir in Gauting laden, das bringen wir hier hoch nach Nähe Ingolstadt. Und zwar nennt sich das Ebenhausen. Bar Ebenhausen. Ja. Und den Karton, den wir da morgen holen, hier in 84er Rothenburg an der Laber. Den nehmen wir eventuell noch im Anschluss mit und stellen zu. Oder der Chef kommt mir entgegen und fährt den zu. Aber das wissen wir noch nicht. Naja, aber jetzt muss ich losfahren, weil, damit wir morgen früh die Schicht neu haben. Wir haben nämlich jetzt 16:30 Uhr. Bis dahin 17:18 Uhr. Ja, locker. Da bin ich, sag mal 17:30 Uhr dort. Da bin ich 5:30 Uhr wieder arbeitsfähig. Aber das ist ja erst 7 Uhr zu laden, sprich, da komme ich 7:15 Uhr weg oder so. Gut, dann bis morgen, sag ich mal. Ciao. Party im Hexenkessel! Oh Scheiße, ich muss ausmachen, das gibt's. Das ist so laut! Das gibt wieder GEMA-Probleme! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch noch. Wir haben nach wie vor Dienstagabend und wie es jeden so geht, man kommt von der Arbeit nach Hause und man denkt sich schon, bevor man ins Auto steigt, was esse ich heute Abend? Hunger habe ich, aber regelrecht Lust, groß was zu machen, habe ich auch nicht. Und so geht es mir manchmal und vielen Kollegen auf Tour. Um demzufolge zeige ich euch jetzt ganz schnell, was ich heute Abend mache. Wenn ihr denkt, hui, du wirst doch jetzt hier nicht in deiner Kajüte irgendwie was zurechtschnippeln und machen. Nicht ganz, aber auch ganz richtig. Also ein bisschen verwirrend gerade. Aber ich zeig's euch. Also wie ihr sehen könnt, habe ich da meinen Topf. Ich liebe Silber. Ich liebe Silber. So. Hinten dran habe ich immer, aber auch wegen Arbeiten, den großen Feuerlöscher. Und ihr, ich habe euch ja schon nochmal gesagt, warum ich den hier habe, damit das nicht so verkratzt und dass der immer schön ist und nicht oxidiert und dass man auch die TÜV-Plaketten immer schön sehen kann. Aber das wollte ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt hier meinen Gaskocher. Da unten drunter habe ich jetzt, könnt ihr das sehen? Da ist der Koffer noch. Nee, könnt ihr nicht sehen. Nochmal. Ja doch, hier habe ich den Koffer, so dass das nicht auf dem Bett ist. Dann habe ich das da. Überall ein bisschen Luft gelassen, nach hinten, überall, ne? So, jetzt ist gerade der Deckel abgeflogen. Da ist eine Gaskartusche drin. Da ist die Schraube mal abgegangen und seitdem geht der Deckel immer ab. Muss ich mal wieder richten. So, aber niemals, merke, Moment. Niemals, wenn es draußen missiges Wetter ist, so wie jetzt, weil es regnet schon wieder und das ist blöd zum Kochen und es ist kalt, wir haben 2 Grad. Dann immer
da Fenster auf. Und, Moment, wo haben wir das Licht? So, und immer Fenster da aufmachen, weil ich habe ja da solche Windabweiser, immer so einen Spalt aufmachen. Und da drüben genauso, dass immer Durchzug ist, ja? Gut, und dass der Dampf raus kann, weil sonst hat man hier alles beschlagen und furchtbar. Okay, wisst ihr Bescheid. So, und wenn wir das jetzt machen, dann machen wir nämlich gleich hier Wasser rein. Zack. Und dann Brühe. Und heute gibt es, ich muss einen Namen weghalten, von welcher Firma das ist. Eine Hochzeitssuppe. Ja, mit Markklößchen und hier so mit, ja, ihr wisst schon, wie das heißt. Wie Königsberger Klopse, so eine Art. Ja, und da freue ich mich schon. Ach nee, mit Maultaschen, Markklößchen, Grießklößchen und Markklößchen. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Warte, ich sag's euch nochmal richtig. Suppenmaultaschen. Und dann mit Brätklößchen. Und Grießklößchen. Ja. Ich darf ja keine Werbung machen. Aber da freue ich mich drauf. Und da muss man nämlich ein bisschen Brühe reinmachen und Wasser und dann passt das. Ja. Also nichts braten oder so. So eine Suppe warm machen, das geht schon hier drin. Braten würde ich hier niemals. Das spritzt und fett und das stinkt dann. Aber eine Suppe warm machen oder so oder mal Wasser, das passt. Also, schönen Abend wünsche ich euch. Und ich lasse es mir gleich schmecken. Morgen ist Aschermittwoch. Ihr habt ja gerade vorhin hier den Festumzug gesehen im Kreisverkehr. Leider durfte ich den Ton nicht anmachen wegen GEMA. Aber da war richtig Mucke. Die hatten richtig... Das war schön. Ciao. Morgen. Ah. Ganz schön kalt geworden wieder. Also... Das Wetter war gestern eine Eintagsfliege. Soll ich euch mal meinen Wetterbericht zeigen? Entschuldigung, mein Mund ist noch ein bisschen weiß, aber... Guck mal, minus 1 Grad. Ja, ganz schön kalt, ja, da bei Ingolstadt 1 Grad plus. Da bei Augsburg 3 Grad plus und Regen. Aber da, wo wir in der Nähe sind, da war es kalt. Minus 1 Grad. Und was sagt der Bordcomputer? Der Bordcomputer sagt, plus 1 Grad. Auf jeden Fall habe ich die, und hier ist 0 Grad. Also irgendwo was dazwischen. 0 Grad und minus 1, ja. Da werden wir 0,5 haben. Plus. Das ist mein anderes. Ich stelle immer zwei Weckers. Den einen stelle ich so, immer eine Viertelstunde vorher. Dann den anderen, falls ich den anderen überhört habe oder weggedrückt habe. Und nochmal eindöse, dass ich den als Sicherheit habe. Aber wenn ich den dann überhöre, dann ist höchste Eisenbahn. Ja. Ich putze mir jetzt die Zähne, weil gestern war ich ja bei dem noch vor Ort. Und die haben gesagt, nee, heute haben wir zu, aber morgen können sie schon ab 6 Uhr kommen. Naja, und jetzt haben wir 5.45 Uhr, könnt ihr ja sehen. Und wir sind nicht weit weg. 2 Kilometer bestehen hier in so einem, ja, warte mal, in so einem Waldgebiet hier, könnt ihr das sehen. Eigentlich ist das hier ein Radweg, aber gestern haben sich hier auch welche hingestellt und ich habe mich ganz rechts hingestellt, also man kommt hier noch vorbei. Ja, und da, wo das Auto jetzt herkommt, da müssen wir dann hinten durch. Gut, jetzt lasst mich mal zu Ende putzen und wir sehen uns später. Ciao. Ach, und es geht uns immer noch ein Licht auf. Ist ja Wahnsinn. Ja, die Lampe in der Mitte, das ist die Solarlampe. Die lasse ich in der Nacht immer brennen. Moment. Da ist ein Bewegungsmelder drin und wenn da einer da rumläuft um die Motorhaube, dann geht er an oder ein Vogel oder sonst was. Sehr gut, dann wird das aber noch heller und dann sehe ich immer, was hier rumrum ums Fahrzeug ist. Ja, praktisch. Ja, und da von hinten kommt schon wieder ein Auto, ja, und das ist hier so ein Waldgebiet. Sieht alles gut aus. Dann können wir ja wieder ins Warme gehen. Ist nämlich sehr kalt draußen. Muss man nicht unbedingt lange draußen bleiben. So, Karton ist geladen. Chef freut sich. Kann auch mal ein bisschen in der Gegend rumfahren. Okay. Und wir haben es jetzt 6.13 Uhr. Alles ein bisschen versteckt hier. Jetzt müssen wir erstmal hier hinten drehen. Oder kommen wir da hinten raus? Mal gucken.
Ja, das funktioniert hier. Ups. War ein kleiner Strauch in der Nähe. Oh, wir fahren direkt auf die kleine Kapelle zu. Wenn das nicht was Magisches ist, weiß ich auch nicht. Okay, ich melde mich später. Oh, da kommt schon wieder ein großer Kollege. Der bringt Milch. Bayernland. Ist das nicht ein schöner Sonnenaufgang? Aber ich weiß nicht, irgendwie sagt immer meine Pflegemama, Morgenrot schlecht Wetterbrot oder Abendrot schlecht Wetterbrot? Ich weiß es nicht. Aber so richtig habe ich auch nicht verstanden, worum es da ging. Ich glaube immer, es ging darum, aber ich weiß es nicht hundertprozentig, wenn, ich glaube Abendrot. Och, jetzt ruft mein Chef an. Fahren auf die A3 in Richtung Linz. Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren. Also die Niederbayern haben heute, glaube ich, ein schönes Wetter. Guckt euch mal den Himmel an. Könnte sein, ich bin ja kein Meteorologe. Aber zapfig, sagen ja die Bayern. Ganz schön zapfig ist es heute wieder. So, jetzt treffen wir uns mit dem Chef und der fährt die Reise weiter. Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort links abbiegen. Heute sind wieder Hundertschaften von Polizisten in Richtung Passau unterwegs, weil Aschermittwoch, politischer, da sind auch schon wieder Mannschaftswagen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3. Da vorne haben wir die Landespolizei. Eieiei. Wären das alle Politiker, die das Volk, darf man das auch sagen? Die Mitmenschen, die Bürger. Jetzt links abbiegen in Richtung Osterhofen. Die Bürger am Herzen liegen würden. In 300 Metern rechts fahren in Richtung Regensburg. Dann bräuchten die keine massenhaften Schutzpersonen, die sie schützen. Ist ja selbstverständlich, ne? Wenn du da einen hast, dann musst du bloß ein paar haben. Diese Schützen jetzt vor. Jetzt rechts fahren. Vor irgendwelchen Scroopies. Den, was weiß ich. Oh, ich will dich umarmen. Ich will ein Kind von dir oder so in der Hand, wisst ihr? So wie wenn da ein Star auf der Bühne singen tut. Aber, nee, da müssen ja wieder über hunderte von Polizisten für Sicherheit sorgen, dass den keiner mit Eier bewerfen tut oder sonst was. Hört ihr die Regenwürmer husten? Nee, ich auch nicht. Was sagt euch das? Genau, der Vogel hat den Wurm gefangen, weil wir haben jetzt 8.16 Uhr und wir sind geladen, obwohl wir 10 Uhr laden sollten. Tja, mal Glück gehabt heute, ne? Okay, warte mal, dann sage ich mal, wir müssen aber jetzt nochmal tanken unterwegs. Und zwar in Plattling, wir haben gestern Abend keine Möglichkeit da tanken zu gehen. Nochmal neu kassen. Wir hatten gestern Abend keine Möglichkeit, da wo wir gestanden hatten, zu tanken. Ja, das kann man jetzt so grammatisch halbwegs durchgehen lassen. Oh, ein schöner deutscher Schäferhund. Ja, der war schön. Aber konnte ich euch nicht zeigen, war das Frauchen noch mit. Ja, ich zeige euch gleich was. Moment, den Weg habe ich euch gestern schon gezeigt. Wartet mal. So, zack. Linker setzen, ich bin ja hier auf der Stinks. Und jetzt fahren wir noch schnell hier tanken. Und zwar, hier ist nämlich Plattling. Müsst ihr ja auch teilweise mittlerweile kennen. Plattling, da ist hier, ja, wo denn? Ja, da. Da ist nämlich der Globus. Das ist nicht weit weg von der Autobahn da. Okay, dann bis später. Und danach sofort den Kreisverkehr an der 5. Ausfahrt verlassen. 1,76 Euro. Den Kreisverkehr an der 5. Ausfahrt verlassen, in die Dr. Walter Bruchstraße und sofort links abbiegen. Jetzt hältst du mal den Sabbel. Wir waren gerade hier auf der A3, Kreuz Deckendorf, Überleitung 92 und in der Kurve hatte ein Kollege, so ein Autotransporter, ein BE-Zugfahrzeug, ne,
der hatte für einen anderen Kollegen noch den Plateauanhänger hinten drauf. Und der hatte aber vorne auf der Zugmaschine ein Holzglasbockgestell. Und in der Kurve hat sich dieser Glasbockgestell verabschiedet. Habe ich auch noch nicht gesehen. A, gefährlich, aber B, tut mir der Fahrer auch leid, weil schließlich habe ich auch vor Weihnachten so ein Heckmeck gehabt, wo, ne, das mit den Kartoffelsäcken oder Zwiebelsäcken, was das da war. Und das waren ja nur Zwiebelsäcke, aber das ist ja klar, dass, wenn das rumfällt, dann ist es wirklich kaputt. Und bei mir waren ja nur die Kartons äußerlich total zermatscht, weil alles umgefallen ist. Ich weiß, wie das ist, wenn der Kunde und der Chef dann ein, ne, es legt sich alles, aber in dem Moment, wo es passiert ist, halt alles doof, ne, ist logisch. Ich weiß, wie das ist. Ist kein schönes Gefühl. Jetzt gehen wir erstmal tanken. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es auch freundlich geht mit so einem Automaten. Also erstmal sagt er dir hier, bitte die Karten, ne? Und dann sagt er dir hier, wie man es machen soll. Na gut, dann macht man das mal so. So, bitte. Folgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Pinpad-Display. Okay. Ah ja, jetzt wollen wir erstmal einen Pin reingeben. So, haben wir gemacht. Achso, Kilometerstand noch. Vielen Dank, Sie können jetzt tanken. Na? Akustisch und Dings. Naja, dann bitte tanken. Ne, dann machen wir das mal. So, und jetzt sagt er bitte, für Beleg die Quittungstaste drücken. Ja, dann machen wir das mal. Dann nehmen Sie bitte Ihre Quittung. Vielen Dank und gute Fahrt. Lasst euch das mal eine Lehre sein. Baywa, Avi und wie er alle heißt. Es geht auch freundlich. Ja, auf der 92 Höhe Landshut sind sie auch wieder fleißig. Machen so irgendwie den Kanal sauber. So, meine Freunde, fertig geladen. Jetzt erstmal die da vorne, die da und die da. Und dann die da. Die sehen fast identisch aus, aber ist auch die gleiche Firma. Plus zwei verschiedene Orte gewesen. Das geht jetzt hier nach Utting. Das sind so 35 Kilometer weiter. Und die geht dann nach Richtung Ingolstadt. Ja, wiegt alles nicht. Also Carbonzeug. Deswegen auch die Türmchen. Darf ich vorstellen? Das ist ja heute schon das zweite Mal. Heute ist Mittwoch, Montag, nee, Dienstag gewesen und heute. Und jetzt ist es schon seit, jetzt haben wir 11.05 Uhr, seit 9 Uhr, 2 Stunden wieder. Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier an meinem Gekabelung liegt. Ich habe es die ganze Nacht über Dauerstrom gehabt. Ich habe gesagt jetzt auch, nee, ich glaube nicht, dass das jetzt an dem Strom nur liegt. Das liegt auch an den Sendern. Ja, das glaube ich nämlich von vornherein. Aber du wirst ja nie die Wahrheit erfahren. Der Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort rechts abbiegen. Das heißt aber eigentlich Murnau am Staffelsee, oder? Und nicht diesen am Hammersee. Ich weiß es gerade nicht. Werden wir sehen, wenn wir in der Nähe sind. Das ist aber auch jetzt nicht. Rechts abbiegen in Richtung Greifenberg. Doch, Ammersee, Westufer. Dann ist das nicht, was ich gerade gesagt habe, sondern der Ammersee, Westufer. Da fahren wir hin. Aber von links kommt gerade was. Müssen sowieso warten, Stoppschild. Was sagt der Fahrlehrer? Stoppschild 5 Punkte. Schwerer Vorfahrtsfehler. Ja. Und man durfte ja, glaube ich, nur einmal 5 Punkte haben in der Theorie. In der Praxis einmal Stoppschild, gleich verloren, oder? Ich glaube ja. In 200 Metern rechts abbiegen in die Industriestraße und sofort rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen und sofort rechts abbiegen. Das stimmt nicht ganz. Oh ja, doch, das stimmt. Jetzt rechts abbiegen in die Industriestraße, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, da hinten hin. Eigentlich müsste man jetzt links rum und dann da an den Zaun uns anmelden. Ich glaube, so war das. Nur noch mal gucken. Genau, Schild Warenannahme.
Versand? Nee, da wollen wir nicht hin, wir wollen zur Warenannahme. Sag bloß hier am Mittagspause, die laufen ja schon wieder alle hier rum. Sieht so aus, als ob die Mittagspause haben. Warum? Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, da wo das steht, da müssen wir hin. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und danach sofort links abbiegen. So, jetzt halten wir hier am Stoppschild und dann müssen wir da hinter der Schranke rumrum und da im Versandhäuschen melden, wo der Container ist. Und der sagt uns dann, ob wir reinfahren dürfen. Bis später. In 200 Metern rechts abbiegen, in die Industriestraße und sofort rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen und sofort rechts abbiegen. Das stimmt nicht ganz. Oh ja, doch, das stimmt. Jetzt rechts abbiegen in die Industriestraße, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, da hinten hin. Eigentlich müssten wir jetzt links rum und dann da an den Zaun uns anmelden. Ich glaube, so war das. Noch mal gucken. Genau, Schild Warenannahme. Versand? Ne, da wollen wir nicht hin, wir wollen zur Warenannahme. Sag bloß hier am Mittagspause, die laufen ja schon wieder alle hier rum. Sieht so aus, als ob die Mittagspause haben. Warum? Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, da wo das steht, da müssen wir hin. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und danach sofort links abbiegen. So, jetzt halten wir hier am Stoppschild und dann müssen wir da hinter der Schranke rumrum und da im Versandhäuschen melden, wo der Container ist. Und der sagt uns dann, ob wir reinfahren dürfen. Bis später. Tja, leider müssen wir ein bisschen warten. Da wurde nämlich gerade einer abgeladen und wieder beladen mit Leergut. Ein großer 40T. Wir haben es aber jetzt 11.46 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir noch vor der Mittagspause drankommen. Naja, das macht nichts. Und ja, das ist Utting am Ammersee. Breitbrunn am Ammersee, Utting am Ammersee, Schorndorf am Ammersee. Naja, wenn wir das abgeladen haben, dann fahren wir wieder Greifenberg auf die 96er. Richtung München. Fahren dann am äußersten Ring die 99er lang. Und dann fahren wir auf die 92 Höhefeld Mochingen, Oberschleißheim. Und dann geht's von der 92 auf die 9, Allershausen vorbei. So rum. Dann geht's weiter bei Eschelbach an der Ilm. Immer weiter auf der 9 Richtung Ingolstadt. Beziehungsweise, ja, Richtung Ingolstadt, habe ich ja gesagt, ne? Da ist Ingolstadt. Und wir müssen hier unten hin, Höhe Manching, Manching Flughafen, da so in die Nähe. Ja. Und da fahren wir später Langenbruck ab. Ja, hier ist, glaube ich, ein Autohof. Hier ist, glaube ich, hier ist eine Spiele, genau, ja. Okay, dann bis später. Aber wir haben, das wollte ich euch noch zeigen, richtig schöne Temperaturen. Und zwar haben wir 14 Grad. Schön, ne? Aber da hinten kommen graue Wolken. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber mal schön ein bisschen laue Luft zu spüren. Jetzt links abbiegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Dann machen wir doch das mal. Genau, da steht ja schon die Firma. Vorne oder hinten rein? Das ist jetzt die Frage wieder. Ah, fahren wir erstmal hier rum. Ha, falsch gewesen. Boah, Digga, ach, der Hui. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. In 200 Metern links abbiegen, in die Sudetenstraße und sofort die zweite Straße links abbiegen. Da steht ein Schild links lang. Okay, fahren wir mal links lang.
Weil hier ist ja gegen Gesetz Einbahnstraße in die Firma rein. Also müssen wir hier lang fahren. Hier? Ach so, und da kommen wir da rein. Kann das sein? In 100 Metern rechts abbiegen in den Ellbogenweg. Ruhe. Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes verboten. Werksverkehr, Schrittfahren. Steht hier irgendwo, dass man sich vorher anmelden muss? Nee, ne? Gut. Also fahren wir mal rein. Jetzt rechts abbiegen. Oh, der macht seinen Buddy sauber. Nee, sein Wohnmobil. Ah, stelle ich meinen gleich daneben. Okay, ich melde mich gleich. Ah, da vorne ist die Wareneingang. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und sofort halb rechts abbiegen. Hier müssen wir hin. Könnt ihr sehen? Die Sonne blendet so. Ah, wir sind da. So, meine Freunde, wie ihr vorhin mitbekommen habt, habe ich jetzt zum zweiten Mal abgeladen, also sprich bei Webasto heute am Ammersee da oder was das da nochmal war. Der hat mich 11:42 noch rangenommen und dann haben wir schnell 20 Minuten abgeladen, dann war ich fertig. Ich weiß, eine Palette nur, aber der hatte noch zig anderes zu tun. Aber egal. Und jetzt haben wir hier 14:04 und da sind wir auch fertig. Und hier, jetzt müssen wir 89 Kilometer nach Dings fahren. Da fahren wir auf die B16. An Neuburg an der Donau vorbei. Donauwörth. Asbach, Bäumenheim, Höchstadt. An der Donau. Dilling an der Donau, ja. So, zwischen Dilling und Lauingen an der Donau, da müssen wir heute um 18 Uhr laden. Und dann fahren wir hier runter in Günzburg auf die A8. Und dann geht das, ein bisschen Schnelldurchlauf, Geislinger Steige, Filderstadt, Stuttgart, Pforzheim. Und dann geht das hier nach Bretten zur Firma Neff, die Küchenhersteller da die Elektrohärte und was sie alles so machen. So, aber jetzt, ihr wisst ja alle Bescheid, dass wir heute kurz vor 6 Uhr angefangen haben, weil ich ja dann schon um den Karton holen konnte. Jetzt haben wir aber allerdings... Ja, 14:05 Uhr. So, wartet mal. Und 418 Kilometer bei 5:38 weg. Wir machen heute sowieso einen Zehner. Anders geht's gar nicht. Jetzt haben wir 89 Kilometer Anfahrt, 14:05 Uhr. Das heißt, anderthalb Stunden. Ja, anderthalb Stunden. Dann haben wir hier 6:38, 7:78, sagen wir mal 7:10. Rechnet sich besser. 7:10. Das heißt, 19 sind 2 Stunden 50. 2 Stunden 50 von Lauingen dann weg. So, wir brauchen aber von Lauingen 16:17, 17:33 sind 2. Wir brauchen aber locker 2,5 Stunden. So, was habe ich jetzt gesagt? 6:38, 7. Ich weiß es gerade nicht mehr. Was habe ich gesagt? 1,5 Stunden brauchen wir? 1,5 Stunden habe ich gesagt, ne? Also 5, das sind 6, das sind 7, 10 habe ich gesagt. 7, 10. 18, 19, 2 Stunden 50. Und der Computer sagt, wenn wir dann dort sind, ist es 15:34, es ist 16, es ist 17, 2,5, 2,30. Also sprich, wir müssen heute 15-Stunden-Schicht machen, wir müssen heute 10 Stunden fahren. Und das wird arschknapp, also spitz auf Knopf sagt man ja, dass wir 21 Uhr dort sind, weil bis 21 Uhr müssen wir da sein und abgeladen haben. Also zumindest da sein. Das heißt, heute wird ein langer Tag. Aber egal. Okay, bis dann. Ach, da ist er. Der geht nie kaputt. Der muss nie in die Wartung. Kein Ölservice, kein Reifen neu, keine Bremsen neu, keine Windschutzscheibe neu. Alles gut. Aber die Lampen passen nicht so zum Original, ne? Wenn man das mal so begleicht hier, ne? So schmal sind die nicht. Die sind länglicher und nicht so. Mann. Naja. Wir wollten eigentlich noch was mitnehmen in die Richtung da, wo ich dann später laden soll. Aber ich stehe hier immer noch, wo wir vorhin abgeladen haben. Aber jetzt machen wir auch gleich los. Haben wir wenigstens ein bisschen Pause gemacht. Ja, zum Feierabend, was heißt zum Feierabend, aber zum Abschluss des Tages kommt nochmal die Sonne heraus.
Ich habe gerade festgestellt, die B16 ist ganz schön lang. Die kommt von Sinzing bei Regensburg und die geht ganz schön weit. Hier bei Neuburg an der Donau ist das auch noch die B16. Da ist es auch noch bei Rhein. Donauwörth. Gucken, was da noch ist. Ob das ist auch noch die B16. Geht die bis Lauingen? Höchstadt an der Donau? Ja, ja. Die B16, die geht urschweit. Ich glaube, die geht bis Augsburg. Kann das sein? Warte, wir haben ja Zeit. Wir haben ja dort vorne rot. Gleich mal gucken. Warte mal. Das ist wie die B9. Die geht auch so weit. Günzburg? Ja, hier. So, Günzburg. Und dann geht die weiter. Ah, dann geht die noch weiter. Noch weiter. Krumbach-Schwaben. Tussenhausen. Mindelheim. Dirnforzen. Kaufbeuren. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oberdorf. Großhaupten. Füssen. Die geht bis Füssen. Die B16 geht von Regensburg bis Füssen. Habe ich auch noch nicht gewusst. Das ist wie bei der B9. Die B9, die geht ja von oberhalb Koblenz bis Worms, Speyer, bis Wörth geht die. Und Wörth wird es dann, glaube ich, die B10, die über Maximilians auch nach Karlsruhe geht. Über die Rheinbrücke, Maxau. Ja, B9 ist auch ziemlich lang, aber ich glaube, die B16 ist länger. Von Regensburg bis runter nach Kaufbeuren, das ist, glaube ich, länger als wie von oberhalb Koblenz bis runter nach Wörth. Gehe ich mal stark davon aus. So, da ist unser Kunde und jetzt sind wir auch schon fast da. Bitte dem Straßenverlauf für 500 Meter folgen. Ja, da hinten muss er irgendwo sein, laut Navigationssystem. Ui, wieder. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Dillinger Straße. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Wir haben noch 11,5 Grad plus. Das muss hier die Halle sein, anscheinend. Aber werden wir gleich sehen. So, jetzt oder noch nicht? Jetzt? Jetzt? Nee, hier noch nicht. Aber da vorne. In 200 Metern an der Ampel links abbiegen, in die Weihengeier Straße und sofort links abbiegen. Oh, wir haben ein glückliches Geschick. Wir haben grün. Aber es kommt jetzt grad links abbiegen und sofort links abbiegen. Kommt uns gerade was entgegen noch? So. Ja, das ist aber die Firma Steine. Jetzt links abbiegen in die Raiffeisenstraße, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Moment. Entweder hat sich hier die Firma geändert, die Spedition. Wir laden das nämlich in einer Logistikfirma und nicht bei einer Firma, die was herstellen tut. Warte mal, wir müssen mal uns schnell hier hinstellen. Ja, das schlaue Google Maps. Wenn ich das nicht hätte, manchmal tut das ganz ehrlich. Achso, wir dürfen ja hier keine Werbung. Na, was denn nun? Ah. So. Nee, das Weingarten, das auch nicht. Hier müssen wir gucken. Blinker mach aus. So. Dauert. Wir sind mal wieder ein bisschen weit weg vom Schuss. Na, mach scharf. Tja,
Also, ah ja, doch, müssen wir eine weiter. Hier müssen wir reden. Okay. Haben wir es ja fast geschafft. Gott sei Dank gibt's Google Maps. Eine Palette ist schon da. Und jetzt muss der LKW wieder abgeladen werden. Und der hat noch eine Palette von mir drauf, der kommt von der Türkei. So, dass wir beide nebeneinander machen. Wir sind da hingekommen. Nee, nur ein bisschen. Jetzt. Okay. Wunderbar. So, meine Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier die zwei Paletten geladen. Ne? Alles so ein bisschen Achtung, fragil, Bruchgefahr. Und das da hinten Grund, das war kein türkischer Kollege, das war ein serbischer Kollege. Und der hatte noch eine Palette drauf, habt ihr ja gesehen. Also sprich, diese Sendung ist just in time. Ja, so wie es immer ist. Angeblich, ne? Meistens stimmt es ja nicht. Okay, jetzt machen wir hier mal zu und dann melde ich mich später wieder. So, meine Freunde, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt geladen. Ankunftszeit ist bei 186 Kilometer, 20.19 Uhr. Und der sagt 2 Stunden 29, das ist dumm. Wir haben jetzt 17.50 und wir haben 7.14 Uhr Lenkzeit hinter uns bei 510 Kilometer. Das heißt, 8 Stunden 14, 9 Stunden 14 sind 2. Ich runde das jetzt mal oft so einfach auf eine Minute aufrunden. Also 8, 15, 9, 15, da haben wir 2, 3 Viertel. Richtig? 8, 9, 2, 3 Viertel auf 10 Stunden. 10 Stunden Lenkzeit. So, und der sagt hier aber 2 Stunden 29. Ja, und im Werk willst du ja auch noch ein bisschen was machen, ne? Weil du willst ja abladen und willst wieder rauskommen. Und bei Neff kannst du dich nicht in Bretten hinstellen, weil die haben nur ein paar, paar Parkplätze und dann musst du auf eine Ampel schauen. Für jede Spur. Also heute, sage ich mal, habe ich etwas, was ich lange nicht habe, also nicht oft habe, dass beides ziemlich eng wird. Also 21 Uhr Schichtzeitende und von dem Kilometer her Fahrleistung wird 10 Stunden haarig. Okay. Wir werden sehen, ob wir Glück haben. Ihr werdet es ja selber dann sehen. Bis später. Aber die brauchen das unbedingt. Unbedingt. Dann machen wir das so. So, jetzt sind wir Anschlussstelle Günzburg und fahren jetzt gerade auf die Autobahn drauf. Boah, wir mussten gerade die ganze Zeit hinterher in Tanker herfahren. Das hat richtig viel Zeit gefressen auf der B16. So, jetzt haben wir noch 158 Kilometer. Und wir haben es 18.18 Uhr und 20.21 Uhr Ankunftszeit. Ja gut, vorhin war es 20.29 Uhr, aber trotzdem, wir sind die ganze Zeit 60, 65 hinterher gefahren. Wo wir hätten 100 fahren können. Ich muss aber nicht 60 fahren. Wenn ich gerade 60 vorgeschrieben ist. Naja gut, dann hören wir uns später. Schauen wir mal, da vorne blinkert's. Bremsen wir mal ein bisschen ab, aber so wie es aussieht, nur auf dem Standstreifen. Ja. Nee, ja. Ja, und keine Warnweste an. Das war gerade Höhe Elchingen. Naja, halbwegs liegen wir alles noch gut in der Zeit.
Ich hoffe, dass Geislinger Steige kein Liegenbleiber ist und ich hoffe, dass Pforzheim läuft. Dann haben wir schon die 45%ige Miete im Sack. Oh, der hat seinen LKW aber gut gemacht. Was haben wir vorhin gesagt? Mensch, ey, hoffentlich nicht Geislinger Steige und ich hoffe, dass Pforzheim frei ist. Und wir sind Geislinger Steige, aber auf der Gegenüberliege. Also manchmal habe ich so, ich weiß auch nicht. Kennt ihr das auch? Wenn ihr denkt, hoffentlich nicht und dann gerade, aber diesmal Gott sei Dank auf der anderen Seite. Direkt in der Geislinger Steige hier. Und zwar auf der anderen Seite vom Ende, in Fahrtrichtung München und nicht am Anfang der Steige. Ja, da ist der PKW-Abschlepper. Ja, da hat es geknistert. Ja, Glück gehabt. Wir sind gut in der Zeit, aber hier auf Stau. Werden wir mal den Kollegen, die ganz weit hinten sind, sagen, warum? Jetzt ist es noch zu zeitig. Da können sie es ja noch sehen. Ja, da ist alles rot auf TomTom gegenüber. An die Kollegen, acht Richtung München, Stau wegen Bergungsmaßnahmen, Standstreifen blockiert und teilweise rechte Spur blockiert. Linke frei und rechte verengt. Versteht sowieso keiner, weil ja, wir wissen ja alle, wie die Branche beherrscht wird. Ja, da gibt es schon wieder einige Kollegen, die müssen leider auf dem Steinstraße eine Pause machen. Einige haben eine Motorhaus und eine Gardine zu, da brennt ja gar kein Licht mehr. Hui. Ich weiß nicht, aber an der Geislinger Steige ist Überholverbot. New York, zumindest für große 7,5. Über 7,5. Was das wieder für ein wirtschaftlicher Schaden ist. Oh, die Kollegen, die tun mir leid. Die tun mir leid. Da ist die ganze Berechnung für die Katz. Oh, wenn du einen Puffer eingebaut hast, aber um die Uhrzeit hier runter, Parkplatz. Kannst du ja gleich vergessen. Hier gibt es sowieso zu wenig Parkplätze. Viel zu wenig. Ich weiß nicht, warum die da so wenig Parkplätze gebaut haben. Ich meine, das ist doch eine wichtige Verbindung. Karlsruhe, Stuttgart nach München. Ich meine, viele fahren ja nicht bis nach München. Viele fahren ja München rumrum und weiter nach Rosenheim. Richtung Minga, Bergungsarbeiten, Standstreifen, rechte Spur. Mein Funk muss ich reparieren. Ich habe den nur noch halb verstanden, aber der hat mich bestimmt nicht mehr verstanden. Mein Kabel ist da durchgescheuert. Da, wo sie es durchgebohrt haben, das zeige ich euch ja mal. Das muss ich mal isolieren, vielleicht geht es dann weg. Oh, der hat aber eine breite Kiste drauf. Und anscheinend noch Gefahrgut, der hat eine orangene Tafel drauf. Oder soll das Exposition... Wie heißt das nochmal? Exposition, konventional, wie auch immer. Da steht doch immer sowas Englisches drauf. Irgendein Wort mit C steht da immer drauf. Ist aber bemerkenswert, dass der hier mal kein Überholverbotsschild hat. Aber ich kann gerade nicht, weil seht selber, hier ist alles voll. Die Spur ist geblockt. Nee, Gefahrgut ist das nicht. Das ist einfach nur dieses englische... Nee, polnisch steht das drauf. Polnisch. Zielonsene Spedizia. Oder was steht da drauf? Kann ich nicht entziffern, ganz ehrlich. Verstehe ich auch wieder nicht. Zugmaschine ist aus, aber das hat mir ja einer erklärt. Ich meine, das BF3 hat eine deutsche Zulassung. Also muss er ja Deutsch können. Also, ja. Aber das Vehikel da unten, ich weiß nicht, Kroatien? Naja, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier rüberkommen, hier ist alles geblockt.
Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Oh, das ist kein Durchgang. Das sind, na sagt schon, das sind solche Wohnmobile. Ach, nicht Wohnmobile. Tiny-Häuser, mobile Dingsbumster. Aber habt ihr auch gesehen? Das war ein Gliederzug. Das war kein durchgängiges Modul. Das ist aber auch kompliziert, glaube ich. Wenn du so einen Gliederzug hast, so wie ein Autotransporter, und da hast du zwei solche großen windanfälligen Oschis drauf, ne? Muss man auch können. Ach, jetzt kommt auch noch Pforzheim dazu mit 5,30 mittlerweile. Hoffentlich wird es nicht noch mehr. Wenigstens haben sie den Standstreifen heute wieder schön aufgemacht. Da kannst du rechts dran vorbeifahren, ohne die Geschwindigkeit zu brechen. Vergessen auch immer viele. Man darf rechts vorbeifahren, ohne die Geschwindigkeit schneller zu erhöhen, als wie sie links oder in der Mittelspur erlaubt wäre. Das ist ganz legal. Das ist kein Rechtsüberholverstoß. Man darf halt nur nicht schneller fahren, als wie vorgegeben. Dann darf man rechts auch schneller fahren, wenn die hier nicht in die Pfütte kommen. Kruzifix, das baut sich auf 6,50. Ach, immer wenn man es nicht braucht. Man braucht sowas nie, aber gerade jetzt brauche ich das recht nicht. Kruzifix. Ja, ich glaube, wir haben verloren. Mittlerweile schon 7,50. Das wird immer mehr. Und es ist zwischen den letzten Filmen bis, und jetzt zu den 7,50 gerade 20 Sekunden vergangen. Ja, mittlerweile sind es 9 Minuten und das ist hier vor der Baustelle und dahinter fahren wir ja ab. Also bringt es nichts, nirgendwo anders lang zu fahren, weil wir müssen da lang. Oh, wenn man jetzt hier rechts und da hoch und das, ach, das frisst Zeit ohne Ende. Kann man bloß hoffen, dass da kein Unfall ist und kein Liegenbleiber. Aber ich gehe davon aus, dass da ein Liegenbleiber auf einmal ist. Nachts läuft das eigentlich. Wir haben ja schließlich 19:28. Da muss irgendwo ein Liegenbleiber sein oder es hat geknutscht. Ist ja schließlich Valentinstag, ne? Dann ist das ja plausibel, dass ich da zwei gefunden habe heute. Ja, das ist jetzt wieder merkwürdig. Das Stern-Navi sagt 13 Minuten vor Pforzheim, ne? An der Baustelle. Und das TomTom, das sagt gar nichts an. Außer Hindernisse. Lassen wir uns mal überraschen. Und im Radio haben sie auch nichts gesagt. Naja, 4,4 Kilometer sind wir schlauer, denn da müssen wir abfahren. Weil wir sind ja jetzt gleich da. Aber die Stauwarner sagen auch nichts an hier. Also davon gehe ich aus, dass alles gut läuft. Aber, wisst ihr, was auch schön ist? 12 Grad noch, um kurz vor 3:45. Und morgen sollen 18 Grad hier werden. Aber ich kann euch schon sagen, wo wir morgen sind. Morgen, wenn wir das hier abgeladen haben in Bretten, fahren wir morgen rüber nach Weingarten. Vom Weingarten geht es dann, wartet, ja, die 61 dann hoch und dann geht es die 6 rüber an Grünstadt vorbei, Enkenbach-Alsenborn vorbei, staut sich immer noch nicht, Gott sei Dank, an Kaiserslautern vorbei. Und wir müssen an Rammstein-Miesenbach müssen wir laden. Und dann fahren wir hoch nach Hanau abladen und dann Bruchköbel abladen. Aber alles weitere sage ich euch morgen. Sieht gut aus, kein Stau. Juhu, noch 3 Kilometer bis hoch. Ah, ich weiß, warum der mir keinen Stau mehr anzeigt. In 2 Kilometern rechts abfahren und danach sofort rechts abbiegen. Weil das Pforzheim mich durch, weil mich das TomTom durch Pforzheim schickt. Und das werde ich auch machen müssen, glaube ich. Das werde ich, oder? Oh, bis Pforzheim richtig reinknüppeln, da frisst es auch viel Zeit. Oh Mann, aber der hat sich aufgebaut. Ich muss noch mal gucken, wie viel Zeit jetzt ist in der Baustelle. Die rechte Spur ist gesperrt, Stau 3. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts ab. Was macht man? Wir sind schon bei 9 Stunden 4. Wir brauchen noch 31 Minuten. Und wenn wir gut sind und abgeladen haben und noch Zeit haben, schichtzeitmäßig, fahrzeitmäßig, dann fahren wir noch die 13 Kilometer Weingarten rüber, logisch. Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren. Wir fahren runter. Und danach sofort rechts abbiegen. Liegenbleiber an der Baustelle, Liegenbleiber an der Baustelle. Wer keinen Großen hat, kann nur rechts durch Pforzheim. Oh. Oh
machen andere Kollegen hinter mir auch den kleiner. So, jetzt muss ich mal aufpassen, ne? Bis später. Jetzt heißt es, Zeit gut machen. Könnt ihr den blauen Turm sehen? Cool gemacht, ne? Kraftwerk von Pforzheim. Cool, ne? Schön. Könnten sich einige ein Beispiel nehmen, dann sieht das nicht so trist aus. Haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht? So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. 9:33, hoppala, hoppala. 9:33. Und wir haben den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, jetzt müssen wir nämlich schnell machen, weil fahrzeitmäßig sieht es jetzt nicht mehr so schlecht aus, aber schichtzeitmäßig, deswegen. Jetzt aber schnell, ist keiner da, wow, wundert mich auch nicht, ist ja offiziell zu. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. So, da steht der Pförtner, wir, der meckert hier gleich rum, ich bin eine Sonderfahrt. Oh, das ist eine Frau. Bitte. Meine Freunde, abgeladen haben wir, aber die mussten ja erstmal noch 15 Minuten Pause machen und dann ist er 3-4 Mal mit Müllcontainern, die ja Ost für Zeit hatten, eigentlich meines Erachtens vor meiner Nase herumgefahren. Einmal in der Halle, dann wieder raus und wieder da und da, anstatt die 2 Paletten abzuladen. So, demzufolge ist es jetzt 8:58. Also Mist. Aber wo willst du dich hier hinstellen? Wo? Hier gibt es keine Möglichkeiten im Dingsbumster. Ich hätte es doch so geschmeidig nach Walddingsbumster geschafft, da wo wir laden müssen morgen. Und wir müssen morgen 9 Uhr laden. Deswegen wollte ich ja eigentlich Strichnin 21 Uhr Feierabend machen. Das kannst du aber jetzt auch schon wieder vergessen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier raus aus diesem Nest. Da kommt jetzt nämlich gleich ein Waldstückel, wenn ich hier links lang fahre. Wenn ich Glück habe, ist da eine Bushaltestelle, die nachts nicht angefahren wird. Dann kann ich mich da hinstellen. Bitte dem Straßenverlauf für 8 Kilometer folgen. Ja, ja, komm. Oh, mach deinen Scheinwerfer hinter mir aus. Kennt ihr diese Laserlight-Lampen da, die immer positionsdingsmäßig ausleuchten, so wie der hier hinter uns? So, warte mal, jetzt brauche ich hier einen Parkplatz. Ich muss gucken. Kann ich keinen Scheinwerfer anmachen hier, großartig, weil da wieder was entgegenkommt. Hier geht nicht, hier geht nicht. Oh, schon 8:55. Muss doch mal irgendwo, kommt schon wieder einer, muss doch mal irgendwo eine Möglichkeit sein. Da vorne? Nee, hier auch nicht. Nee, hier geht auch nicht. Nee, da geht auch nicht. Mann! Hoffentlich gehen jetzt mal die Autos weg, ich brauche Scheinwerfer hier, so Fernlicht. Irgendwo da vorne in den Wald. Jetzt, oh, schon 8:54, jetzt muss es aber bald geschehen. Ich meine, ich komme ja zwar auch immer ein Stückchen näher, aber das ist schon ein Haker. Ich meine, ihr könnt einen Ausdruck machen und könnt hinschreiben, welchen Grund oder so. Das kann ich nicht. Bei mir ist das technisch abgespeichert beim Chef am Computer, archiviert. Scheibengleister hier los! Ja, jetzt haben wir auch noch 70, aber warum noch nie? Mach doch gleich eine 30 draus. Da wäre ich ganz, da wäre ich hippelig, weil ich ja weiß, dass das wieder. Strafe, 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 Strafe und du. Und alles was mit du, da wäre ich nervös. Och, Mensch, hier gibt es aber auch keine Möglichkeit, nicht eine einzige. Hier kommt man noch nicht mal in den Wald rein, dass man sagen kann, jetzt stelle ich mich da hin. Mist. Mann, keine Möglichkeit. Hier, ja, wir haben was. Wuhu! Ja, gut. Hier bleibe ich stehen, hier habe ich einen Parkplatz. Das ist noch nie mal eine Bushaltestelle. Naja, egal. 5 nach Dings, egal. Oh Mann, aber gerade so ein Schwein gehabt hier. Wuhu! So. Ja, da kommt kein Bus. Nee, das ist kein Schwenkungsbereich. Nee. Das ist auch kein Busplatz. Das war vielleicht mal einer. Oh Mann, 5 Minuten drüber. Kruzifix. Und jetzt sind es noch 7,2 Kilometer. Jetzt stehen wir hier in Dürenbüchig. Oh, Mann, und da müssen wir hin. Guck, da müssen wir hin und hier stehen wir. Hey, warum haben die Pause gemacht? Warum haben die mich nicht abgeladen? Kruzifix. Egal. Naja, 700. Guck mal hier, fahrzeitmäßig überhaupt nicht. Fahrzeitmäßig 9:45. Seht ihr das? Hätten wir alles geschafft. Hätten wir alles geschafft, wenn die uns nicht da in der die Pause noch rumgegammelt haben, hätten lassen. Aber halt schichtmäßig, ne? Was willst du machen?
Ich habe erst am Anfang wie ich es gedacht habe, wir sind da reingefahren, da habe ich schon gedacht, oh Schicht, wird uns jetzt knapp. Deppen, die Blöden. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist doch so, Mann. Man kann doch mal die zwei Paletten abladen, jetzt stehen wir hier. Ich meine, ne, so stark ist sie nicht befahren, obwohl, es ist eine B293. Jetzt muss ich aber hier stehen, bis 21.05 Uhr. Bis 21.05 Uhr, bis 9.05 Uhr. Kruzifix, ne? Entschuldigung, ihr könnt ja nichts dafür. Zumal ja die Fahrzeit locker gepasst hätte. Wir haben noch 15 Minuten. Von hier aus gesehen, ne? Und von hier aus brauchen wir noch 21.07 und da TomTom sagt 21.15, brauchen wir noch 8, sagen wir mal 10 Minuten. Hätten wir noch 5 Minuten gehabt. Da wären wir 9.55 Uhr angekommen. Aber nee. Weißt du, ich denke mir dann immer, wenn die mich zeitig abladen, dann müssten die sich doch sagen, oh, wenn wir den Fahrer zeitig abladen und der ein gutes Gefühl hat in unserer Firma, ich meine, die Pförtnerin, die war schnell, dann der im Container, der war auch schnell, der hat schnell die Papiere bearbeitet, der hat ja dann auch schon angerufen, währenddessen, wo er mich abgeladen hat, ist der Fahrer noch bei dir oder ist er einfach so abgehauen, ohne seine Lieferscheine zu holen? Nee, den habe ich gerade erst abgeladen. Der kommt gleich runter. Was ich sagen wollte, anstatt sie mich schnell abladen tun, alle, der war schnell, die Papiere wurden schnell bearbeitet, aber der Gabelstapler nicht. So, und wenn das alles schnell läuft, dann sagen die sich, oh, dann wird der auch Neff-Produkte kaufen für seine Küche. Und nicht nur er, vielleicht ist er sowas von begeistert von der Firma, weil das immer schnell geht beim Laden und Abladen, dass er sagen tut, Mensch, hier, wie bei meiner Mutter jetzt der Fall, wo der Herd und die Waschmaschine, Geschirrspüler kaputt gegangen ist, hätte ich sagen können, Mama, kauf Neff-Produkte, ist eine gute Firma, unterstützt doch auch hier welche, die in deiner Region leben. Bretten ist nicht weit von Speyer. Mundpropaganda ist die beste, aber anscheinend müssen die das noch lernen. Es ärgert mich jetzt richtig wieder. Naja, gute Nacht. Ein Brötchen habe ich ja noch. Ich muss mich jetzt erstmal waschen und runterkommen hier. Ciao, bis morgen. Das lobe ich mir, hä? 11 Grad. Woo. Ja, moin meine Freunde. Wie ihr schon gesehen habt, hat der Löwe schon fleißig seinen Kaffee getrunken. Total nette Firma hier. Und im Hintergrund könnt ihr auch schon sehen, die Kleinigkeit haben wir geladen. Ja, ist ja auch eine Kiddiefahrt. Sind ein paar Käse, sind ein paar Kleinigkeiten. Ja, haben wir alles in der Reihe mit der Leergutpaletten. Die passt schon. Und ja, 120 Kilo Pillepalle. Ja, heute soll richtig cooles Wetter werden. 18 Grad, aber nur in Baden-Württemberg. Und zurzeit, wie ihr seht, ich habe keine Jacke an, obwohl es schon nach 9 ist. Richtig gut. Liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen gearbeitet habe. Ein bisschen. Aber wie gesagt, total gute Firma hier in, wo sind wir denn? Walzbachtal DLB. Ja, alles was so hier mit Event zu tun hat. Die Leute sind immer top, sind immer lustig drauf. Da war gerade noch ein anderer Kutscher da, einen großen LKW. Oh, vorher morgen schon zwei solche Fahrer, die so gut drauf sind. Ah, das ist doch furchtbar. Aber der andere, der war ein Zacken schärfer wie ich. So war ich heute früh noch nicht drauf. Okay, bis später. Das war das Geläut zum Tag. Was Magisches. So, jetzt sind wir hier auf der A5 und unser schlauer Assistent TomTom sagt, dass wir Kreuz Walldorf
ist das Kreuz Waldorf? Ich verwechsel das immer mit dem im Frankfurter und hier unten. Es gibt ja unten in Hockenheim auch ein Waldorf und das andere oben in Frankfurt ist das Mörfeld-Waldorf, ne? Richtig? Ja, ich glaube ja. Das verwechsel ich immer. Furchtbar. Ah, hier sind sie auch wieder fleißig. Was machen sie denn hier auf dem Parkplatz Bruchsal, oder? Was ist das? Bruchsal? Können sie da die Lampen austauschen? Bruchsal, genau. Oh, da war so ein Rennwagen drauf. Ja, 12,5 Grad haben wir schon. Schön, 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 schön. Naja, ist ja nicht weit, 145 Kilometer. Aber Anschlussfahrt Kaiserslautern, wir haben ja, ich habe ja vorhin gestern gesagt, Kaiserslautern noch. Dadurch, dass wir ja gestern nicht pünktlich Feierabend machen konnten, mussten wir die stornieren. Ja, und so ist das immer eine Kettenreaktion, weil andere ihre Arbeit nicht schnell genug nachkommen. Ist so. Hat man wieder das Nachsehen. Das ärgert mich immer. Aber ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich kann nicht mehr arbeiten, wie ich arbeiten tue, wenn die anderen mir ständig einen Strich durch die Rechnung machen. RTB und NEF. Nicht nur die Holländer haben so einen Kreisverkehr mit einer Solarplatte drauf, auch die Deutschen, nämlich in Lampertheim. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, was macht denn der Carsten in Lampertheim, der muss da hoch nach Bruchköbel. Richtig, wir haben eine zusätzliche Fahrt bekommen. Und zwar laden wir in Lampertheim bei einer Baustofffirma, Baustoffhandel. Halt nicht in Lampertheim, das war Bürstadt. An der ersten Ausfahrt verlassen. In Bürstadt war der Kreisverkehr, aber in Lampertheim laden wir. So, ein bisschen verwirrend jetzt wieder hier. Aber so bin ich nun mal. Nee, und in Lampertheim laden wir für Frankfurt 15 Pack Styropor. Also wiegt nichts, aber volumenmäßig. Metern links abbiegen in die Rathenaustraße. Nicht da rein? BRG Baustoffe, BRG Baustoffe. Wir müssen doch hier rein. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und danach sofort links abbiegen. Ja, das ist immer eine Abkürzung gewesen. Einmal durch den Dingsbums, dann schauen Sie mal da. Sonst wären wir da hinten rausgekommen, wo die Dame jetzt herkommt. Das war gut. Gut, gehen wir uns mal anmelden. So. Und bei Baustoffen ganz wichtig, immer das tun, was da drauf steht. Lieferanten, bitte nächste Einfahrt benutzen. Machen wir doch. In 200 Metern rechts abbiegen in die Schillerstraße und danach sofort die zweite Straße rechts abbiegen. Genau, in 200 Metern. Bitte wenden, aha. Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Nee, wir haben es jetzt schon erreicht und wir müssen nicht vorher stehen bleiben, wir dürfen gleich reinfahren. Ist nämlich kein Schild zu sehen. Gut, dann werden wir jetzt mal schnell das Styropor laden. Ich melde mich. Tschüss. So, fertig geladen. Wir haben aber noch vier Eimer mitbekommen. Das kannst du hier nicht gurten. Das ist alles. Das ist ganz schwierig. Könnt ihr hier schon sehen. Haben wir hochgehoben und geht schon kaputt. Aber die haben gesagt, das wird verputzt. Na, jedes. Hauptsache hier die Eimer sind gesichert. Das passt. Ja, diese 15 Packs, die wiegen insgesamt 25 Kilo. Das ist. Was willst du da machen, ne? Würde ich gerne mal einen Polizisten fragen. Da auch, haben wir hochgehoben und zack. Oh, Gott sei Dank war ich das nicht. Gott sei Dank war da immer einer dabei. Die sehen ja noch gut aus, aber ja. Das ist alles ja, ist ja Luft, ne? Ist ja Luft. Okay. Gut, dann wollen wir mal losmachen. So, meine Freunde, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt unweit von Worms und zwar in, hier, das nennt sich Lampertheim. Nee, Hofheim. Siehst du, so wird man auch veräppelt. Eigentlich sollte es Lampertheim heißen, aber okay. Da haben wir halt in Hofheim geladen. Und jetzt fahren wir gleich wieder auf die 67 hoch, an Funkstadt vorbei, an Darmstadt vorbei, lassen den Flughafen links liegen und dann fahren wir bis nach Fluss Nidder und dann fahren wir in Frankfurt, Westkreuz Frankfurt, da fahren wir auf die A648 und da muss, euer Rebstock, das ist die Messe, das muss hier irgendwo bei der Messe sein, könnt ihr sehen, hier. Rebstockblatt, zum Rebstockbad. Da parke ich immer, wenn Messe ist.
Ja, und hier muss irgendwie unsere Firma sein. Gut, naja. Okay, und wenn wir das gemacht haben, dann geht's wieder auf die Autobahn, auf die Fünfer, hoch bis zum Kreuz, Bad Homburger Kreuz. Dann biegen wir auf die A661. Ja, das ist auch Quatsch. Guckt euch das mal an. Das ist Quatsch. Ich fahre doch nicht erst hoch und wieder runter. Dann fahren wir schön hier durch. Und dann geht das hier Richtung Maintal. Und da ist Bruchköbel und da laden wir ab. Schnell Durchlauf, weil ich habe keine Zeit. Okay, da bin ich. Ihr denn? Ist das ein bisschen waghalsig, was der da macht? Also, weiß ja nicht, woher der kommt, aber... Ich meine, rote Flagge hat er ja, ne? Aber... Das ist schon ein bisschen... Schon ein bisschen heftig, oder? Eieiei. Ja, rausfliegen sollte es nicht. Ist ja ziemlich steil. Aber kann man das dann nicht lieber auf dem Dach machen? Das wäre doch legaler. Ich meine, der hat Reling dran. Das ist doch ein Kombi. Hä? Eine Holzlatte quer mit Kabelbinder und dann drauf machen. Kann ja einen Meter rüber gucken oder einen Meter hinter gucken und dann sollte es gehen. Aber so? Die Müllabfuhr ist auch wieder fleißig. Machen wir dir alles sauber. Kein Bock auf Plastik im Biomüll. Sehe ich genauso. Fleißig. Das ist ein sehr begehrter Beruf. Das heißt Müllwerker, ne? Sehr begehrt. Besonders wenn du bei der Stadt oder Kommune angestellt bist. Sehr begehrt. Muss aber bei Wind und Wetter draußen sein, ne? Das versteht sich ja von selber. Und wenn du in der Großstadt bist, dann ist es nicht mal so schick. Dann musst du riesengroße Tonnen bewegen und die musst du dann noch vom Hausflur, also Hausflur nicht, Hauseingang, hast einen Schlüssel, musst du rausholen, musst du wieder reinbringen und überall die zugeparkten Straßen und dann die Autofahrer, die überall hupen und drängeln und die Fahrradfahrer, nee. Aber hier so ländlich, da macht das schon Spaß. Doch, da macht das Spaß. So, meine Freunde, jetzt sind wir gleich in 7,4 Kilometer da auf der Baustelle in Frankfurt, neben Rebstock. Ja, jetzt habe ich versucht, meine Kontaktperson, dessen Namen ich nicht weiß, aber zumindest die Handynummer habe, anzurufen. Hat schön frei, ne, Freiton, konntest du durchwählen. Ja, aber dann, bats, weggedrückt. Weiß ich, vielleicht halten sie gerade die Dachlatte hoch oder keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss da nicht lange suchen, weil ihr seht ja selber hier, oh Gott, seht ihr gerade nicht, Frankfurt. Ah, jetzt ruft er zurück. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bring euch was für die Baustelle und zwar Sockeldämmplatten und vier Eimer. Oh, okay. Okay, ich wollte sagen, dass ich ca. 11.33 Uhr da bin. 11.33 Uhr, wie lange haben wir jetzt? Jetzt haben wir 11.26 Uhr, also sprich in 5, 6 Minuten bin ich da. Alles klar, okay, danke dir. Danke, bis dann, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, das sagen überwiegend, glaube ich, Italiener. Jetzt lassen wir mal den Fabi da rein. Fährt nämlich schon auf dem Standstreifen. Ich glaube, der hatte gerade zu tun, habt ihr im Hintergrund gehört, ne? Ah, das könnte unsere Baustelle sein. Seht ihr da die Kräne? Ja, das könnte hinkommen. Weil wir fahren jetzt gleich hier in 2 Kilometer ab und dann fahren wir rechts und dann wieder rechts. Das könnte hinkommen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. So, meine Freunde, jetzt gehen wir schnell laden beim Frankfurter Flughafen. Wenn wir da geladen haben, fahren wir nach Friedrichsdorf, 61er, laden ab. Und dann fahren wir nach Bruchköbel, laden das ab von heute früh. Und jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren in Richtung Flughafen Karabussi-Desend. Und dann geht's weiter Richtung Wemding. 100 Metern rechts abbiegen. Achtung, Durchfahrtsbeschränkung. Ja, aber doch nicht für mich. Ich bin doch hier ein Anlieger. Boah, den Bohrhammer, den hörst du sogar durch geschlossene Scheibe. Habt ihr das gehört? Wenn möglich, bitte wenden und danach sofort rechts abbiegen. Nö. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und danach sofort rechts abbiegen. Bist du noch am Montag oder Dienstag stand mal vom Flughafen? Jetzt links abbiegen und danach sofort. Ja. Stand mal vom Flughafen da draußen am Parkplatz. Aber hier sind immer noch ein paar Baukräne, also die sind noch nicht hundertprozentig fertig. Also so wie die Streckenführung hier ist, so wird sie glaube ich nicht bleiben, hundertprozentig nicht. Ist ja ein bisschen wiri-wari. Und heute habe ich wieder keine Zeit zu den Hunden zu gehen. Vielleicht eventuell.
weil wir haben jetzt 12.11 Uhr und wir müssen nämlich bis 18 Uhr, bis 18 Uhr unten im 86er Wemding sein, zu meiner Lieblingsfirma. Kennt jeder Berufskollege. Jeder Berufskollege, der Automotiv fährt, kennt diese Firma. 86er. Ich sag's euch gleich, wie sie heißt. Wemding, genau, Wemding. Na? Sagt euch das jemand was? Sagt euch das jemand? Sagt euch das was, liebe Kollegen? 86er Wemding? Ja, was gibt's denn da für eine Firma? Die große, nicht die rosane, sondern die lilane Firma. Ja, kann gut laufen, kann aber auch bescheiden werden. Und ich glaube, heute wird es wieder bescheiden. Oh, da hat wieder ein Kollege die Schranke zerdonnert, weil hier muss man sich nämlich online anmelden und viele denken dann, ach, ich fahre einfach hinterher und zack, bums, Schranke kaputt. So, öffne dich. So, ich habe keine Genehmigung, also aus jetzt. Oh, guckt euch das an, ey. Ich habe schon ein bisschen sauber gemacht, aber hier sieht schon wieder aus, ey. Oh, grob sauber gemacht. Wisst ihr, was ich mir auch manchmal wünsche in so einem kleinen Fahrzeug? In so einer Klitsche? Klitsche, wie es der Sascha sagt. Luftdruck. Da kann ich hier immer schön alles sauber machen. Aber hier, guck an, überall der Staub. Da kann ich am Wochenende, beziehungsweise heute Abend, wenn ich Feierabend habe, länger halte ich das hier so mistig nicht aus, erstmal schön alles nass machen und sauber machen. Und überall ist der Staub hingegangen. Naja, was willst du machen? Gut, jetzt haben wir erstmal alles aufgemacht. Guck dir mal an, hier, wie das aussieht. Katastrophe. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass die Ware kommt. Naja. Und hier sieht es auch aus. Ja. Baustellen, Müll. Naja, was willst du machen? Muss ja gebaut werden, ne? Müssen ja auch angeliefert werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir alles schön Wetterfahrer sind oder sonst was. Absolut nicht. Dafür gibt es ja die Baustellenlogistiker. Aber, wie sagte schon Mike Krüger, scheißegal, Hauptsache bezahlt, nicht? So, guck dir mal, ich spreche es wieder falsch aus. Brian. Brian? Ich glaube Brian. Also nicht Brian, Brian. Guck mal an, das ist ein Iveco mit überlang, aber das ist bestimmt kein 3,5er, weil der hat Zwillingsreifen und hat einen übergroßen Anhang. Ich muss mal gucken, wie ich den reinfinde. Und der hat hier unten noch so einen Zusatztank, aber ich glaube, der ist original verbaut. Richtig cool. Den hat er links und rechts. Riesengroße Staubox. Ja, der hat Zwillingsreifen. Guck dir mal den Oschi an. Boah, was werden hier reingehen? Guck dir mal den Überhang an. Also der darf hinten keine große schwere Palette haben. Ein Federbike hat er? Ja, das ist ein 7,5er, weil der hat diese französischen Aufkleber drauf. Ah, oh, die Kabine ist aber auch gut. Guck dir mal die Kabine an. Die ist groß, ne? Im Gegensatz zu meiner. Ja klar, ist ja auch ein größeres Fahrzeug. Und das ist ein Delhi 7280. Ja. Schick. Ich kann dir den nicht so zeigen, aber der ist riesengroß. Guck dir mal da an, wie hoch der ist. Boah. So groß wie ein... Und wie weit hinter dir geht. Ist ja brutal. So, da wurde gerade ein Kollege abgeholt, der hat eine Panne gehabt. Habe ich auch schon öfters hinter mir. Aber das ist gar nicht so gut, mit der Hubbrille abzuschleppen, weil da wurde bei uns schon einmal die Ölwanne kaputt gemacht. Heikel der Sache. Aber bei uns kann man nicht auf dem Plateau fahren, weil wir zu hoch sind. Wir sind immer darauf angewiesen, dass so ein Minisattel kommt mit einem Tiefplateau. Dann kann er uns hochziehen. Aber sonst ist es immer schwierig. Aber wir haben ja seit über einem Jahr die Truck-Mitgliedschaft mit großem Pomporium. Früher war das immer ein Heckmeck mit der kleinen ADAC-Mitgliedschaft, aber jetzt haben wir ja die große. Da kommen wir auch mit größeren Geschützen. So, meine Freunde, wir haben jetzt abgeladen, beziehungsweise nicht abgeladen, ganz ruhig. Wir hatten vorhin geladen im Frankfurter Flughafen, haben schon in Friedrichshof abgeladen und haben jetzt in Bruchköbel abgeladen. Dadurch, dass das so frühlingshaft heute ist, wunderbar, wollen wir nicht meckern, so zwischen 16,5 und 18 Grad teilweise, die Sonne ist sich zwar nicht zu zeigen, aber die Temperaturen sind herrlich, habe ich beim Laden im Frankfurter Flughafen ziemlich geschwitzt mit dem langen Pullover und da ist ja Warnwestenpflicht und ich hatte noch meine Winterjacke dabei und noch keine normale Warnweste. Da habe ich bloß die Originale dabei, die, wenn ich eine Panne habe, aber die will ich einfach nicht anziehen zum Arbeiten. Da muss ich mir erstmal wieder welche kaufen, die kosten 2 Euro. Lange Rede, kurzer Sinn.
Und da habe ich ein bisschen geschwitzt und möchte aber heute den Pullover nicht ausziehen, weil man ein bisschen haushalten tut mit den Klamotten, die man so zur Verfügung hat unter der Woche. Weil man weiß ja nie, ob man nach Wochenende nach Hause kommt. Und da habe ich hier so einen Lufterfrischer, Textilerfrischer und dann rieche ich immer wie der Frühling, wie eine Blumenwiese. Und das habe ich vorhin gemacht, bin in die Firma rein in Friedrichsdorf und da sagt er, Alter, was geht mit dir ab? Ich sag so, wieso, was denn? Alter, du riechst ja schlimmer wie ein Blumenbeet. Ich habe gesagt, ja, ich muss aufpassen, dass die Bienen nicht hinter mir herkommen. Ja, nee, das ist gut. Also, herrlich. Das sind immer so Notgroschen. Kennt ihr vielleicht den Fahrer von den Nabas, den Paule, der früher Blumenkohl in die Bretagne gefahren ist oder so. Und der hat auch mal gesagt, so, jetzt machen wir erstmal eine Trackerwäsche. Bloß der hat den Deo gehabt, ne? Aber ein Deo, das ist mir zu doof. Weil, vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr ein Deo habt und das jeden Tag nutzen tut, irgendwann könnt ihr das nicht mehr riechen. Obwohl ihr schon genug drauf habt, macht ihr immer wieder mehr. Und irgendwann rennt ihr rum wie so ein Duftbaum. Und das sind dann die Leute, die euch entgegenkommen, die sind schon lange weg, aber ihr riecht immer noch den Duft. Kann manchmal gut sein oder manchmal schlecht. Manchmal ist es aber auch mehr schlecht als recht. Und deswegen nehme ich lieber einen Lufterfrischer. Ja, das zieht in die Klamotte ein, aber nicht so auf den Körper. Ist auch gut. Okay, jetzt müssen wir weitermachen. Richtung Wendingen. Und zwar, wir haben jetzt, Moment, 263 Kilometer. Und wir haben jetzt 15.04 Uhr. Warte mal, was haben wir denn jetzt schon weg? Wir haben jetzt 3:31 weg. Müssen noch Pause unterwegs machen. Bei 225 Kilometer. Schafft man locker. Locker, locker. Take it easy. Locker, locker. Wir haben ja heute erst um 9 Uhr angefangen. 9.05 Uhr. Bis später, ich muss mein Fenster aufmachen. So, meine Freunde, vorhin gab es auch eine Abschleppauktion. Und hier, das meine ich, wenn ich eine Panne habe, muss immer so ein Fahrzeug kommen. So ein Fahrzeug muss kommen. Damit er bei mir nicht die Ölwanne und damit es mit der Höhle keine Probleme gibt. Aber der kommt hier für so ein PKW? Okay. Naja, da wisst ihr Bescheid, ne? Bis später. So, meine Freunde, wir sind jetzt unterwegs Richtung Wendingen. Ich habe gerade im Radio was vernommen. Ich habe doch mal vor 3 Wochen waren das, laut Nachrichten jetzt, wo es auf der 7 hinter Bad Hersfeld gesperrt war, in beiden Richtungen, weil sie Patronenhülsen gesucht haben. Da gibt es jetzt anscheinend Neuigkeiten. Ich kann leider da nicht den Originalton aufnehmen des Radiosprechers. Geht nicht. Man kann da mal kurze Sequenzen des Verkehrsfunks. Minimal. Aber das geht nur nicht. Aber ich werde euch unterrichten, wenn ich diese Neuigkeiten gehört habe. Weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich fragt, ui, war das jetzt wirklich einer, der auf dem LKW-Fahrer geschossen hat, während der Fahrt, nebendran, was ist dabei rausgekommen? Also ich fand's spannend. Ich werde euch unterrichten. So, meine Freunde, Moment, ich sehe euch noch nicht. Aber jetzt. Ich habe jetzt die Nachrichten vernommen. Also, die haben einen Tatverdächtigen festnehmen können. Ob heute oder so, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in Niedersachsen. Er muss um die 40 gewesen sein. Irgendwas mit 40 war. Es war ein Berufskollege. Beziehungsweise es ist ein Berufskollege. Und dieser Berufskollege hat in seinem Führerhaus laut Medienberichten eine Zwille gehabt. So, ihr wisst ja hier so, ne? Wie so eine Steinschleuder. Dann eine Luftdruckwaffe mit Stahlkugeln. Wie viel Joule dahinter, weiß ich nicht, haben sie nicht gesagt. Und dann noch eine Machete. Und den konnten sie vorläufig festnehmen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie sind sie denen auf die Schliche gekommen? Es gab anscheinend, laut der Wiedergabe der Medien, einige Fernfahrer, denen ein LKW-Zug, eine Sattelzugmaschine ein LKW mit Auflieger und alles, aufgefallen ist. Wie? Haben sie nicht gesagt? Wieder aufgefallen ist, ob er Schlangenlinien oder keine Ahnung, oder ob er so langsam gefahren ist, damit er mal bremsen immer ziehen konnte, oder dass er Gas geben und wieder gebremst, keine Ahnung. Und das haben mehrere gesagt und konnten auch eine gute Beschreibung dieses Gespannes wiedergeben. Und daraufhin haben sie gefahndet und haben jetzt geschnappt.
Und der muss sich jetzt wegen Mordes, Anführungszeichen, verantworten. Ich weiß ja nicht, wo das Projektil eingeschlagen ist. Ob in den LKW, in der Zugmaschine, in die Schlafkabine irgendwie, ne? Ist ja Blech da hinten. Oder im Auflieger, das haben sie nicht gesagt. Und damals haben sie keine Hülse gefunden, da war sie anderthalb Stunden gesperrt, haben sie gesagt. Wieder ein Berufskollege. Ist ein rumänischer. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern? Mensch, da war ich noch drüben in Rotenburg, da war ich noch klein. Da war ich noch in der Schule. Da hat jahrelang, den haben sie wirklich jahrelang gesucht. Jahrelang. Immer auf Autotransporter, auf große 40 Tonnen, die Autos geladen haben, ne? Geschossen. Immer auf die nagelneuen Autos. Immer bum, 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 bum. Haben sie nicht gefunden. Hat lange gedauert. Die haben auch lange mit Toll Collector, oder wie die heißen, mit der Maut rumgekaspert, dass sie doch bitte schön die Mautdaten und alles, ne? Das war ein Zorres, ey. Da haben die sich ellenlang quergestellt. Bis sie dann dahinter gekommen sind, ich weiß nicht, ob sie dann die Mautdaten bekommen haben, aber ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gab es da lange Zorres, sonst hätten sie den vielleicht schon eher dingfest machen können. Auf jeden Fall haben sie den dann immer da, wo ein Schuss war, war das Nummernschild. Das war auffällig dann. Und somit konnten sie den dann ermitteln. Und das war dann auch ein Berufskollege. Schaurig, ne? Schaurig. Ich sag immer, wenn irgendeiner sich hier benimmt wie ein Axt im Walde von einem Berufskollegen, entweder fährt er wie ein Schnitzel oder sonst was, dann sage ich immer über Funk, hey, auch wenn er mich nicht versteht, dann sage ich dann immer, hey, du bist hier zu Gast in diesem Lande, Entschuldigung, seht ihr mich? Du bist hier zu Gast in diesem Lande und dann benimm dich auch wie ein Gast. Wenn ich nach Frankreich, wenn ich nach Österreich, nach Niederland, wo auch immer Italien lang fahre, dann passe ich mir den Fahrstil an, wie die da unten fahren. Beziehungsweise nicht ganz, weil die Italiener, die fahren schon einen straffen Zug. Also die jucken sich ja überhaupt nicht an Verkehrsregeln. Dann fahre ich immer so, wie es vorgegeben ist. Und dann weiß ich auch, okay, ich bin ein Hindernis für die alle, weil die sie ja nicht halten. Aber mir kann keiner was vorwerfen, dass ich zu schnell, zu langsam oder wie auch immer. Ne? Also offiziell laut Gesetz. Die Einheimischen mischen, für die bin ich eine Blockade, wenn ich mich ans Gesetz halte. Okay, wisst ihr erstmal Bescheid, ne? Katastrophe, Berufskollegen. Mitten in der Nacht, ey, stell dir mal vor, du überholst und auf einmal puff, puff, so eine Softwarewaffe, die hat schon Druck dahinter. Es gibt ja große, ne? Die sind mit Gas und alles. Nicht ohne. So, kleiner Nachtrag, ich habe mir jetzt noch einmal, ich habe es über Sprachnachricht aufgenommen, damit ich es mir abspeichern konnte, beziehungsweise wiedergeben konnte, was er gesagt hat. Das war keine Softwarewaffe, sondern eine Gasdruckwaffe mit Stahlkugel. Das ist ja schon mal ein anderes Kaliber, ne? Ganz schlimme Ecke. Da an der Ecke ist schon ein Kreuz und da steht ein Fahrradfahrer und da wird gerade ein Auto abgeschleppt. Ich möchte nicht wissen, was hier passiert ist. Möchte ich gar nicht wissen. Das Auto ist da in die Böschung hinuntergefahren und da steht ein Fahrrad ohne dazugehörigen Herrn. Oh je, möchte ich gar nicht wissen. Das Auto ist hier ziemlich demoliert, was der gerade Pickup hat, was der gerade auf dem Plateau hat. Geladen hat er. Und ich bin noch am Schwitzen hier. Und der Sascha ist noch am Livestream.
So schnell kann es gehen. Er hat angefangen, da waren wir bei Pforzheim im Stau gestanden. Wir sind ja von St. Leonroth, Karlsruhe und Pforzheim gefahren. Da hat er angefangen und er steht hier im Bruchsal. Dann haben wir noch in Langenau abgeladen. Das ist bei Ulm da in der Nähe, ja. Und dann sind wir noch nach Wimding gefahren. Und er ist immer noch am Sappeln. Entschuldigung. Jetzt machen wir hier zu und jetzt haben wir auch Feierabend. Morgen. Morgen ist ja Samstag und dann trinke ich ein kühles Blondes. Na das, ja das ist doch klar. Ey, morgen meine Lieben, ist das nicht ein bombastischer Sonnenaufgang? Links und rechts die Wolken und da kommt die Sonne herfür. Herfür? Herr Könner, sind wir heute so nobel. Haben wir die Nobel-Tablette gelutscht? Nee. Das liegt einfach nur daran, dass Freitag so ein Tag ist, da wird man nochmal richtig wach. Obwohl ich schon zu 80% weiß, dass ich nicht nach Hause komme, aber ein kleiner Funken Hoffnung besteht ja immer noch. Nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt sind wir gerade hier unter Umwald von Ahlen gestartet, bei Oberkochen nennt sich das. Und haben wir eine sowas von schwere Fracht geladen und so. Kreuz Memmingen, eine ungesicherte. Nein, da ist überhaupt nichts ungesichert, weil man kommt nicht da lang vor. Und so eine große. Ich muss erst mal gucken, wo sie ist. Hä? Ich zeig's euch gleich. Habe ich die jetzt verloren? Die ist nämlich so groß, ich melde mich gleich. Ja, und da fahren wir nämlich jetzt auf die 7. Und dann fahren. Wie Elver, nee, wie heißt das? Feuchtwagen Kreuzheim auf die A6 bis nach Amberg. Und Amberg fahren wir dann auf die B85 Richtung Kamm. Aber ich zeig's euch gleich. Wo ist es denn jetzt hin? Darf ich vorstellen? Meine Fracht wiegt 0,5 Kilo und jetzt eine Tüte mit 2 Kartuschen Spezialkleber. Gibt's nur bei dieser Firma in Deutschland. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, und da fahren wir jetzt halt diese 286 Kilometer. Ja, und hier, das geht nach Furt 93er. Und wenn wir da ausgeladen haben, müssen wir um 11:30 laden. Auch in Furt, im Walde 93er, für Münchner Flughafen. Ja, und in München ist ja am Wochenende Sicherheitskonferenz. Das haben wir ja am Montag, Dienstag schon mitbekommen. Habe ich euch das erzählt, wo wir da am Münchner Flughafen in der Nähe standen? Ja, und ich muss da ein Frottmann-Ding oder wie das da heißt. Ja, aber er meinte, hoffentlich, vielleicht kriegt man ja was, was Richtung Laden liefern, Passau geht so. Dann könnt ihr nach Hause kommen, weil ansonsten 200 leer nach Hause, 200 leer wieder am Sonntag. Ich muss ja Sonntag laden, ich weiß aber noch nicht, welche Uhrzeit. Aber ich soll Sonntag laden. Ich hoffe mal nicht Sonntagabend, weil dann ist das doof. Wenn ich Sonntag früh irgendwo laden soll, dann geht das ja. Und ich weiß auch noch nicht mal, wo es hingeht. Ich meine, ne, wenn es ins Ruhrgebiet geht, dann wäre mir schon schön, wenn ich das Sonntag früh bekomme, dann kann ich nämlich in wärmere Gefilde fahren. Weil in Bayern, da soll es nämlich wieder nur 7, 5 Grad am Wochenende werden. Auch tagsüber. Und das ist nicht so schön. Da musst du nämlich wieder mit der Batterie haushalten, weil das hältst du ohne Heizung dann rund um die Uhr gar nicht aus. Naja, aber schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja dann doch irgendwie Glück. Ah, die Ösis machen uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Also nichts gegen Österreicher. Aber ich muss ja Gott sei Dank da nicht lang. Zick. Ich glaube, das war jetzt nicht so prickelnd, weil... Sascha hat es gestern Abend noch erwähnt. Man muss die Kamera umstellen, wenn der LED ist. Aber das geht ja jetzt nicht. Das hätte ich machen müssen und wissen müssen, bevor ich losfahre. So, meine Freunde, jetzt haben wir es auch bald geschafft. 111 Kilometer haben wir noch. Und wisst ihr, was ich euch sagen wollte? Vielleicht haben es die einen oder anderen schon wieder vergessen. Ich war vorgestern einkaufen und ich trinke ja manchmal eine Muhmilch. Ja? In den Flaschen da mit Erdbeer, Schoko oder was weiß ich. Manchmal gibt es ja auch einen Kaffeegeschmack. Und guckt da mal an. Also nicht wegschmeißen in den Plastikmüll, ne? Da, die haben Pfand drauf. Ne?
Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Das gilt ja seit 1. Januar. Auf alle Milchbehältnisse sind 25 Cent Pfand drauf. Wisst ihr Bescheid, ne? Außer auf die Glasflasche, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Oh! Jetzt rechts abbiegen. In 200 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Das Zwischenziel liegt auf der linken Seite. Tja, ich hab's gestern Abend mal probiert, den Karren zu schieben, aber ich bin kläglich gescheitert. Deswegen müssen wir doch wieder tanken. Könnt ihr mal das Auto ansehen? Ach, diese Baustellen. Und mal eine Frage an die Straßenmeisterei oder Kommundienst. Ist das prophylaktisch, dass man bei 11 Grad in der Nacht Salz streuen tut? Ich weiß es nicht. Oder es hatte jemand Krach mit seiner Frau, weil er Valentinstag vergessen hat und ist deswegen mit dem Streuer gestern nachts rausgefahren. Kann auch sein. Naja. Auf jeden Fall haben wir am Wochenende was zu tun. Fahrzeug waschen. Oh, es hat schon angefangen. Hat schon aufgehört. Naja, wir sind ja auch an der LKW-Säule. Da geht das ratzefatz. So. Das war nicht so gut, Herr Könner. Naja. Ah ja, der Kollege, der hat recht gehabt. Der Diesel B7 enthält bis zu 7% Biodiesel. Herzlichen Dank an den Zuschauer, der mir das schon vorher kundgegeben hat. Ich meine, man tankt ja so oft, aber man liest diese Plaketten da nicht immer. Okay, jetzt gehen wir mal bezahlen, beziehungsweise nur die Karte reinstecken. Chef muss ja zahlen. Der muss ein Herz haben. Das muss ja schon da unten liegen. Ah, es tut mir leid, Chef. So, jetzt haben wir... Oh,
Jetzt haben wir einen Laden. Eine große Palette mit Lieder. Geht nach Thailand, Luftfracht. Deswegen schaffen wir es zum Münchner Flughafen. So, jetzt haben wir hier in Furt im Walde geladen und fahren jetzt gleich auf die B20. Die schickt uns dann in Kammünster auf die B85 kurz und dann fahren wir wieder auf die B20 Höfen. Warte mal, ein bisschen größer machen. Auf dem Kleckernester. Da ist Konzel, Konzel habe ich auch schon öfters geladen. Mal ein bisschen größer machen. Da überqueren wir ja die A3. Geht die mal da auf die Autobahn irgendwann? B20? Hä? Und in blinkster Moos gehen wir auf die A92 erst? Willst du mich veräppeln? Warte mal, das ist ja Urschweit. Ja, geht nicht anders. Boah. Jetzt fahren wir bis hierhin auf der B20. Naja, dann auf die an Landshut vorbei und dann Freising. Das ist halt nicht weit. Was haben wir denn hier? 168 Kilometer. Da kannst du davon ausgehen, dass das mindestens 100 Kilometer Bundesstraße sind fast. Ja, nicht ganz. Aber 60, 70 Kilometer hundertprozentig. Okay, dann wollen wir mal. Bis später. Wir befinden uns immer noch auf der B20. Später. Ein paar Sekunden später. 1 Minute 37 Sekunden später. Irgendwann später. Eine Ewigkeit später. Eine fröstige Einöde später. Eine Stunde später. 2 Stunden später. 2000 Jahre später. 6,5 Stunden später. 3:28 Uhr nachts. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Viele Monate später. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Naja, dann hoffe ich mal, dass wir morgen wenigstens auf die A92 kommen. Ist ja ein Kraus hier. Aber schön ländlich. Das hebt die Stimmung wieder auf. Und das Wetter ist toll. Juhu! Abfahren auf die B301 in Richtung Hallbergmoos und danach sofort links abbiegen. Jetzt sind wir gleich am Flughafen. Noch 7 Kilometer. Da kommen wir wieder hinten raus, wo wir am Dienstag gestanden haben, beim Briefzentrum. Oder war es Montag? Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren und danach sofort links abbiegen. Nee, das war Dienstag. Und Aschermittwoch hat die Bude wieder aufgemacht. Muss mächtig viel los sein. Haufen Sonderflüge wegen der Sicherheitskonferenz. Jetzt links abbiegen auf die B301 in Richtung Hallbergmoos. Bin mal gespannt, da sollen noch ganz viele Regierungsflieger stehen. Aber andere kommen auch mit Linienflugzeugen. Und die werden da alle geparkt. Ich glaube nicht, dass wir da wieder da parken können, wo wir am Dienstag gestanden haben. Wo wir die Landebahn gesehen haben. Wenn doch, wäre es cool, die Flieger mal zu sehen. Weil, so wie es aussieht, bin ich ja Wochenende draußen. Ui. Ist das ein schönes Wetter. Wir haben 17 Grad. Aber Wochenende soll nicht so schön werden. Schade. Heute Nacht sollen wir 1 Grad haben. Naja, ich biete ja, dass ich vielleicht noch irgendwas kriege. Vielleicht zur ZF nach Passau oder zur Knorrbremse nach Eidenbach. Das ist bei uns um die Ecke da bei Vilshofen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es sieht mau aus. Das ist ja die ganzen letzten 2-3 Wochen bescheiden. Warum soll es denn da am Freitag besser werden? Oh. Kannst ruhig reinfahren, wiegt eine Tonne. Ich sag, kannst ruhig reinfahren, das wiegt eine Tonne.
Sieht gut aus. Alles gut. Draußen! Also eins steht fest. Der Freisinger Flughafen ist, glaube ich, der sicherste Punkt aktuell in den nächsten 24, 48 Stunden in ganz Deutschland. Mannschaftswagen an jeder Ecke, so normale Kombis. An jeder Brücke, Autobahnbrücke, überall Blaulicht. In 300 Metern halb rechts abbiegen in die Freisinger Allee. Ja. Und die haben sich da positioniert, dass immer der Weg frei ist, sobald eine Maschine wieder gelandet ist und irgendwie ein Fahrzeug mit Regierungsmitgliedern an Bord ist. Dann machen die schnell die Straße dicht und dann geht das hier weiter. So, und hier tanken die ganzen Bonzenkarren. Und da waren noch die Amerikaner am Dienstag rum gewesen. Jetzt halb rechts abbiegen. Ja, das sind alles Bonzenkarren hier. Sagt man so bei uns, Bonzen. Also ganz noble, gehobene Autos. Hm. Darf ich vorstellen? Ich habe einen Hund mittlerweile. Nee, Scherz. Ist aber auch gewagt, ohne Leine. Da muss man, naja gut, wenn er hören tut, ne, warum nicht? Hm, da Frauchen ist drin und Herrchen und der geht spazieren. Na, wollt ihr nicht Rauch rauskommen? Nö, kein Bock. Ach, ist doch schon schön hier. Na gut, ich zieh mir noch die Jacke an. Hm. Na komm doch nu. Ah, furchtbar. Das dauert immer so lang. Ach, dann komme ich auch wieder rein. Gibt's was zu fressen? Nee? Ich hab da was knuspeln hören. Die veralbern mich doch wieder. Komm, rück raus, ich hab Hunger. Ja, was denn du? Los! Immer diese Spielereien. Jetzt gib mir endlich mein Leckerli. Jetzt kommt er endlich mal raus. Hat ja auch eine Ewigkeit gedauert. Hm, der guckt mich da an. Na, schnell weggucken. Hat er mich gesehen? Hm. Ja, was denn du? Ich hab Hunger. Jetzt geht er wieder rein. Was denn nun los? Hat er was vergessen? Oh, typisch, mein Herrchen. Wird immer älter. Immer vergesslicher. Ja, was denn du? Soll ich dir helfen suchen? Ich find den Knochen. Ich weiß, wo er liegt. Ah. Immer dieses, ich weiß von nix. Man könnte raten, wo wir sind. Na? Was ist Freitag? Genau. Jetzt müssen wir erstmal einen 20-Euro-Schein vernichten. Oh, ist das dreckig. Da. Und eine Quittung will ich haben. Bitte Banknoten einführen. Der Mindestbetrag ist 2 Euro. Drücken Sie Jetons auszahlen, sobald Sie den gewünschten Betrag erreicht haben. Jetzt müssen wir erstmal wieder sauber machen, guck euch den an hier. Oh, Fußball. Naja, wir arbeiten gut, da muss ich, ne? Guck dir das an hier. Scheiß Baustellenfahrerei, ich hasse das. Können wir es schaffen? Yes, wir können es schaffen. Okay, dann machen wir es.